Warte kurz. Okay, Moment. Warum ist denn das? Oh, bei mir, ich glaube, es ist ein bisschen zu hell bei mir. Warte mal, ich muss kurz die Vorhänge zumachen. Siehst du, das ist schon da der Nachteil am Frühling. Weil es zu hell ist. So, jetzt aber. So, nur ein bisschen. Ah, jetzt ist es angenehm, ha? Jetzt ist es doch schön. Ah, auch echt viel angenehm für die Augen. Ah, es im Dunkeln ist halt immer am schönsten. Ich sage euch, wie es ist, ne? So, ganz kurz. Timolo, ist er da? Ja, Timolo ist da. Timolo, oder warte mal. Gibt es jemanden im Stream, der weiß, was es Neues gibt? Artemis Silverstone bestimmt. Der weiß, was Neues gibt und wo das neu ist. Nicht spoilern, aber nur, falls ich Fragen habe, dass man mir sagen kann, schau mal ein bisschen weiter links, schau mal ein bisschen weiter rechts. Gibt's das? Also gibt's jemanden, der das weiß? Shady, danke für dein Wunder. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke dir, mein Schatz. Also wenn es wem gibt, Shady, da ist er doch. Gestern früh das erste Mal Vögelzwitschern hören. Hab's mir nur grob durchgelesen. Es geht darum, wo und was. Na, das ist das. So, wir starten. Wir machen das so. Wir spielen das Spiel nicht durch. Also wir starten einen alten Spielstand, bevor wir in die Höhle gegangen sind, würde ich sagen. Ne? Oder? Ich glaube, das wäre am besten. Bevor wir in die Höhle gegangen sind, das war hier. Tag 50, das war hier. Weil dann haben wir es nicht durchgespielt quasi. Und es kann ja sein, dass in dem Spiel irgendwann mal das Ende überarbeitet wird. Ne? Was darf man jetzt sagen? Schafi, wenn ich frage, also es gibt nochmal, es gibt jetzt ein Forest neues Update. Das kam gestern raus. Gestern um 20 Uhr am Abend. Und es gibt neue, glaube ich, Gegner. Es gibt, glaube ich, neue Höhlen. Es gibt neue Bosse. Es gibt neue Story-Sachen. Und. Es gibt viele neue Sachen. Und ich weiß natürlich nicht, wo die Sachen sind. Und Forest ist ein Open-World-Game, wo man halt sehr viel rumprobieren muss. Und das Beste wäre, wenn ich dann Fragen habe, zum Beispiel, dann, dass man mir nicht sagt, mach nicht das, weil dann passiert das, mach das, dann ist da, sondern schau mal in die Richtung. Weißt du, so ein bisschen so, dass ich selber noch exploren kann, aber dass man mir nicht die Spannung nimmt. Weil wenn man sagt, ey, mach nicht das, weil dann passiert das. So, es gibt immer Leute, die sagen, mach nicht das, weil dann verliert, dann explodiert das und dann ist ein Haus kaputt. Aber gerade das will man ja sehen, wenn Kacke passiert und ich muss dann neu laden. Ne? Klar, wenn es ein Glitch ist, wenn es ein Bug ist, ein unumkehrbarer Bug, ist natürlich Kacke. Aber wenn man so ein bisschen die Freiheit hat, dann natürlich gut. So, schau mal nach links. So, ich schau mal, gibt es Neues im Inventar? Gibt es noch? Ich glaube, im Inventar soll auch was Neues geben. Ich glaube, die Goldrüstung soll jetzt auf einen anderen Ort zum Beispiel sein, was ich gehört habe. Was auch ist, es gibt diese Kisten, was man aufmacht. Und das ist ein blödes Ding, nämlich diese Kisten, die Sachen sollen jetzt nicht mehr respawnen. Die sollen offen bleiben. Und das finde ich nicht so geil. So, also, was gibt's Neues? Wir gehen mal zurück zu unserem Camp. Warte mal, gibt's hier irgendwie schon neue Sachen? Nee, also ich glaube, es müsste auf der Karte angezeigt bekommen, oder? Namenlos etwas, meine Hübsche, wie geht's dir? Jetzt hast du die Straße gehen. Ja, Ersatzritzen, das ist ein bisschen doof, weil, also anscheinend sollen Sachen nicht mehr respawnen, wenn man die Kisten aufmacht. Und das finde ich nicht gut, weil es gibt ja einige Gegenstände, da brauchst du ein Klebeband dafür. Und es wäre jetzt ja doof, wenn du jetzt zum Beispiel kein Klebeband mehr haben kannst. Weil irgendwann hast du ja jede Kiste aufgemacht und dann gibt es kein Klebeband mehr. Das ist, also da weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Wie lustig ich mit dem? Nee. Wir haben genug von diesen Planen und wir haben genug von diesen Planen und das Zelt markiert ja auch irgendwo auf der Karte, wo ein Ort ist. Gibt ja noch die Lederbeutel. Das stimmt, ja. Ich gehe ganz kurz. Wisst ihr, es soll eine neue Höhle geben. Kann mir wer ungefähr einen Tipp geben, wo ich hinschauen soll? Na, also das so, schau mal in den Süden, schau mal in den Norden, schau mal dorthin. Nur sowas reicht mir schon. Sowas wäre schon cool. Also. Auf die Karte. Ab sofort werde ich keine Pfeile mehr haben. Ich weiß nicht, ob die Sachen nicht respawnen. Oder ob nur diese Kisten offen bleiben, weil die Pfeile stecken ja in den Leichen von diesen Dudes. Und die könnte man, also, ne, das kann ja schon noch sein. Oh Gott. Okay, ich bin fast runtergeflogen.
Hallo, kleiner Zocker, wie geht's da? Kleiner Zocker, großes Herz. Okay. Du musst nach vorne schauen. Neue Höhlen würde ich nach einer. Genau, also es gibt anscheinend neue Höhlen und neue Story-Elemente. Es gibt. Aber ist das neu? Hä? Hab ich das schon gesehen? Ich glaube, habe ich das. Das sieht neu. Ist das neu? Also. Das kennt. Ja, ich glaube. Nicht neu. Okay. Ich war mir gerade nicht sicher. Diese Totems? Ja, ich war mir auch gar nicht sicher. Okay, gut. Hab noch kein Schirm von der Teil, aber es sieht nice aus. Serena, der zweite Teil ist Bombe. Mir gefällt er sehr gut. Die Story. Viele finden die Story kacke. Ich finde die Story gut. Ich habe die, glaube ich, zusammengefasst ziemlich gut. Ich habe eine eigene Theorie. Und ich glaube, niemand stimmt mit meiner Theorie überein. Aber ich habe eine eigene. Hast du deinen Calvin ins Spieleparadies gelassen? Der Calvin ist bei mir im Lager. Wir gehen jetzt auch zurück. Ich schaue nur kurz auf den Punkt, ob da vielleicht, ob das eine der neuen Höhlen ist. Vielleicht kann... Timolo, könntest du vielleicht schauen, wo es was Neues gibt? Hast du vielleicht irgendwie die... Wäre das okay? Oh, Analyria, du hast meine Theorie angehört. Südwesten anscheinend. Okay. Warte mal, Südwesten. Wo ist denn Südwesten? Warte mal, wo ist denn Südwesten? Also, wo ist denn... Ich habe ja keinen Kompass. Oder, es gibt anscheinend auch neue Gegner. Nee, das war keiner davon. Okay, das war keiner. Hallo, hä? Gib mir meinen Pfeil wieder. Eben, so Frechheit. Südwesten im Südwesten. Wenn du in der Umgebung stirbst, wirst du dort gefesselt wieder auftauchen. Ja. Okay, Südwesten. Wo ist denn Südwesten? Ich hab doch, kann ich da irgendwie... Warte mal, kann man was Neues bauen? Nee, bauen ist, glaube ich, alles mit dem Alten, ne? Lass mich in Ruhe. Hört auf, rumzuschleichen um mich. Ist das Spiel zu leise oder ist es laut genug? Oder soll ich lauter machen? Einige habe ich schon... Oh, Unalia. Nicht sagen was, aber kannst du mir circa sagen, wo oder so? Lauter? Okay, entschuldigen, warte mal, ich ein bisschen lauter. Das müsst ihr mir sagen, warte mal, ein bisschen lauter, okay. So, besser. Höhle! In alle, welche Höhle? Sagen wir nur wo. Nicht was und, aber sagen wir nur wo. Okay. Hast du keinen Kompass? Ich glaube, ich habe keinen Kompass in dem Spiel, oder? Ist jetzt laut genug, Chat? Ja, besser. Hier ist... So, ich schau mal dorthin, vielleicht ist da was. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Wo der Würfel ist. Da war ich. Der ist da oben. In der Bergen auf jeden Fall bei einem See wird ein Höhlensymbol angezeigt. Ist es vielleicht wirklich das? Der Ton passt. Kaffee, okay, dankeschön. Sehr gut. Okay, ich schau noch mal darüber. Es gibt anscheinend auch neue Story-Elemente, die Story, ich kann die Story kurz zusammenfassen für die Leute oder meine Version der Story, wenn ihr wollt. Das ist der Golfplatz. Wenn ihr aber nicht wollt, und das, dann ist auch okay. Also wenn ihr das Spiel noch... Aber ich habe eine eigene Theorie, die ziemlich wild ist. Mozartkugel, danke für 46 Monate, dankeschön, vielen Dank. Okay, da ist nur der Golfplatz, okay. Warte mal. Die da oben. Ist es die Höhle? Da ist der Würfel. Hier, dort. Und da oben vielleicht. Hier. Da oben. Okay. Das Ding ist dadurch, dass jetzt die Kisten nicht mehr respawnen. Da unten war ein Bunker. Ich weiß nicht, ob die Sachen beim Bunker nochmal respawnen. Keine Ahnung. Wir brauchen eh nichts. Wir heben so wenig auf, wie es geht. Wir gehen jetzt einfach gleich zur Höhle rüber. Danke, Mozartkugel, für 46 Monate. Dankeschön. Du alte Legende. Wir gehen darüber. So. Soll ich euch kurz meine Theorie nochmal zusammenfassen? Für die Leute, die vielleicht noch nicht da waren oder die ihre eigene haben, soll ich das vielleicht zusammenfassen? Wäre das. Ist das in euren Ermessen? Also die Höhle, wo du das Spiel beendet kannst oder nicht. Die ist da. Aber anscheinend ist es die Höhle, wo es ist. Okay. Ja, bitte. Okay. Okay, also. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel gesehen hat. Wir sind ja auf diese Insel gekommen. Und auf dieser Insel geht es hier darum, dass wir eine Milliardärsfamilie suchen müssen. Und das ist einmal dieser Richard. Dini, danke für 3 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das ist einmal die Virginia. Und einmal die Barbara. Paften heißen die alle.
Und meine Theorie war, dass diese Paften-Familie, die haben sich gebettelt mit Sahara. Und Sahara ist die Firma aus dem ersten Teil. Und die wollten diese Insel ersteigern. Diese Insel, wo wir gerade drauf sind. Wo diese Dudes verschwunden sind. Die wollten diese Insel, wo wir gerade sind. Und Paften, weil die Millionäre sind und manchmal Geld schmuggeln am Frankfurter Zoll Flughafen, haben sich dann diese Insel gekauft. So, das ist aber die Story. Und dann ging es darum, dass die, dass man irgendwo mal in einer Höhle Notizen gefunden hat von einem Element, das gefunden wurde. Und die suchen nach diesem Element. Das sah aus wie Gold. Ich glaube aber nicht, dass es Gold ist. Und die haben nach diesem Gold gegraben. Und dann gab es einen Dude von dieser Paften-Familie, also einer der Arbeiter für die, die was da gegraben haben. Die haben sich unterhalten mit Sahara. Und die haben, ich bin glaube ich gerade im Berg drin, ja, ich war im Berg, ja. Und die haben sich unterhalten mit Sahara und haben so hin und her geschrieben und haben gesagt, jo, wir brauchen dieses, hier, da gibt es so ein Artefakt auf dieser Insel. So. Und die Kurzfassung der Story ist, ich glaube, dass diese Familie, während sie gerade, die wollten so Luxusbunker machen. So Luxusbunker für Reiche, hier auf dieser Insel. Während die diese Luxusbunker gemacht haben, sind die auf dieses, und gegraben haben, haben die dieses Gold entdeckt. Haben dann weitergegraben, weil die haben Gold gefunden, die haben so eine, und es ist kein Gold, es ist ein anderes Element, was man noch nicht kennt. Und die haben das gegraben. Als sie das gegraben haben, sind die aber auf einen Würfel gestoßen. Und den Würfel sieht man am Ende des Spiels, dass da so ein Würfel ist. Und dieser Würfel, wenn man da reingeht, der teleportiert dich in eine andere Dimension. Das ist das Ende von dem Spiel, das müsst ihr selber sehen. So, und meine Theorie ist jetzt, Sahara wollte diese Würfel haben. Die wollten, weil das so ein Ding in eine andere Dimension ist. Und während dieser Würfel aber sich aktiviert, und der aktiviert sich in jedem achten Zyklus, verwandeln sich alle Leute, die unterirdisch sind, die unter dieser Höhle sind, verwandeln sich in diese Mutanten. Deswegen gibt es Mutanten auf dieser Insel. Das haben wir nämlich gesehen, es gab nämlich so ein Video, so eine Videoaufzeichnung, wo sich die Leute alle verwandelt haben. Und das liegt daran, wenn du schon am Würfel bist und der Würfel geht los, verwandelst du dich und wirst zum Mutanten. So. Und, genau, und wir haben gesehen, dass dieser Richard Paften, dem was wir gesucht haben, einer der Milliardäre, sich verwandelt hat und seine Frau auch verwandelt haben. Die einzige, die sich nicht verwandelt hat, ist seine Tochter, die Virginia. Und warum? Weil die Virginia nicht da war. Die war nicht in diesem Konferenzsaal, wo sich alle zu der Zeit verwandelt haben. Und das haben wir deshalb gesehen, weil ihr Essen noch unberührt war. Und sie hat einen Badeanzug an. Und der Badeanzug ist ein Indiz dafür, dass sie zu der Zeit einfach nicht da war, sie war baden. Sie war baden, sie war am See. Sie hat einfach keinen Bock gehabt, bei alten Leuten zu sein. Sie war baden. So, das ist mal die Kurzfassung. Und jetzt kommt's auch noch. Am Ende vom Würfel, vor diesen Dings, ist eine unterirdische Höhle, wo man durch muss. Und in dieser Höhle sind überall sind Dämonen, Gegner, die es sonst nirgendwo gibt, die es nur in dieser Höhle vor dem Würfel gibt. So, die gibt's nur dort. Und, by the way, es gibt auch Und Lava. Es ist überall Lava. Und gegen was sind diese Dämonen allergisch? Gegen ein Kreuz. Und das fand ich ziemlich merkwürdig. Nämlich dieses Kreuz ist das. Das ist das Kreuz. Und wenn du das Kreuz auf diese Dudes hältst, dann verbrennen diese Dämonen. Und das fand ich sehr komisch. Nämlich meine Theorie ist, und jetzt ist es eine sehr wilde Theorie, die wahrscheinlich niemand mit mir teilt. Aber das ganze Spiel ist ziemlich religiös. In diesem Spiel gibt es irrsinnig viele Kreuze überall. Und meine Theorie war jetzt, dass... Ich schweife viel zu weit aus. Ich wollte noch so ein Video mal darüber machen. Aber ich glaube, ich schweife viel zu weit aus. Ich glaube, also meine Theorie ist jetzt, also nochmal, es gibt ja diese Würfel. Und am Ende, wenn man in diese Würfel gibt, kommt man in eine andere Dimension. Und dann sieht man eine andere Welt, eine futuristische Welt, die weitaus, wo die Autos fliegen und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber, also du, wenn du in diesen Würfel gehst, dann siehst du, wenn du dann siehst du, wie dich der Würfel in so eine andere Dimension teleportiert. Und du siehst so eine futuristische Stadt. Und meine Vermutung war die, weil diese Zivilisation schon so super fortgeschritten ist, haben sich diese Zivilisationen an andere Orte mit diesen Würfeln teleportiert,
und auch auf diese Insel. So. Und wenn man genau schaut, und das ist jetzt eine wilde Theorie, aber du siehst, auf dieser Insel haben diese Höhleneinwohner, die Kannibalen, die haben auf eine goldene Maske. So eine. Eine goldene Maske. Und wir haben auf einem Bild gesehen, wir haben ein Bild gesehen, wo ein Dude in so einer goldenen Rüstung mit einem Katana war, der einen Kopf von einem dieser Einwohner in der Hand hatte. Das ist ein Bild. Dieses Bild gibt es nur einmal auf in diesem Spiel. Es gibt nur einmal dieses Bild. Hallo Crispy Chicken. Und meine Vermutung ist, dass eine fortgeschrittene Zivilisation diese Würfel nimmt, um sich an andere Orte zu teleportieren und andere Bevölkerungen zu versklaven. So, die teleportieren sich, nehmen die mit, teleportieren sich, so. Und dass, wenn die sich teleportieren, dass um diesen Würfel, wenn der sich in eine andere Dimension teleportiert, Strahlung ausgeht. Diese Strahlung macht alle, die sich um diesen Würfel zufällig gerade befinden, zu Mutanten. Warum? Als Mechanismus, dass andere Leute nicht diesen Würfel dann in dieser Zeit benutzen. Weil es sind ja überall Mutanten drum und die beschützen quasi auch gleichzeitig in den Würfel. By the way, dieser Würfel, du kommst doch nur zu diesem Würfel, wenn du eine goldene Rüstung trägst. Der einzige Weg zu dieser goldenen Rüstung, zu diesem Würfel, ist eine goldene Rüstung. Da ist so eine Tür und du kannst nur mit dieser goldenen Rüstung rein. Was für mich eine so eine Sicherheitsmechanik von dieser Zivilisation aus dieser Zeit ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Dudes aus der Zukunft mit diesem Würfel sich teleportiert haben, andere Leute so versklavt haben, so eigene Kolonien versklavt haben, sich dann teleportiert, auf diese Insel gekommen sind, dann hier rumgelaufen sind, dann waren aber hier die Kannibalen, haben sich gedacht, lol, wer sind die denn? Und haben die dann als so eine Art Gottheit angesehen. Die haben nämlich eine goldene Maske auf, daraufhin haben diese Dudes auch eine goldene Maske gemacht, haben das quasi so als, weil das ist ja in der Religion nicht unüblich, dass du deinen Gott imitierst. Im Christentum gibt es das Kreuz, ne? Also, ne, ist ja nicht unüblich. Und meine Vermutung ist jetzt, dass irgendwann mal vor vielen Jahren, vor Tausenden von Hunderttausenden von Jahren, wo dann die Höhlenmenschen waren, diese Zivilisation, die ja uns voraus ist, sich auf diese Insel teleportiert hat, dann hier rumgelaufen sind. Die Kannibalen und die Höhlenmenschen haben gesehen, lol, was sind das für Dudes, die kommen nicht von uns, haben einen Weg zu diesen Würfel gefunden, haben dann aber um diesen Würfel diese Dämonen gesehen, was ich erzählt habe gerade zu Beginn, und haben und was war bei diesen Würfel, diese Dämonen und Lava. Und wie stellt man sich im Christentum die Hölle vor? Dämonen und Lava. Und als sie dann noch gesehen haben, dass ein Kreuz gegen diese Dämonen wirkungsvoll ist, haben sie einfach quasi auf dieser Insel den Christentum gemacht. Das ist eine sehr krasse Theorie. Aber warum sollten die Dämonen auf das Kreuz so reagieren? Warum sollten die verbrennen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Es kann nicht das Material sein. Weil wenn es das Material ist, das in diesem Kreuz irgendwie Gold ist oder sowas, dann müssten die auch reagieren, wenn ich die goldene Rüstung anhab. Aber wenn ich die goldene Rüstung trage, bei den Dämonen verbrennen die nicht. Es kann nicht das Material sein. Das heißt, es muss die Form sein. Und ich gehe davon aus, dass man dann einfach irgendwann mal gesagt hat, okay, die reagieren auf das Kreuz, wir nehmen das Kreuz als Symbol der Erlösung, weil die reagieren auf die Form des Kreuzes und Kreuz sind die überall und die haben dann einfach, und die haben dann gesagt, ey, es gibt, und dann ist es so wie Stille Post, man erzählt sich, ich habe einen Ort gesehen, da ist Lava und Dämonen, die reagieren auf das Kreuz. Und so wurde der Christentum. Das ist eine wilde Theorie, aber im Einkauf macht sie Sinn. Aber wieso finden wir dann die Rüstung? Die Rüstung, also entweder es waren diese Dudes, die sich teleportiert haben und der ist gestorben und hat die Rüstung dann und dann hat man die Rüstung von dem gelootet, weil, by the way, die Rüstung ist jetzt an einen anderen Ort auffindbar. Ich weiß nicht wo, ich habe sie schon gefunden. Die Rüstung ist jetzt an einem anderen Ort, ich wüsste gerne wo. Also entweder so oder irgendwer hat so Research gemacht und hat einfach irgendwie rausgefunden, dass die Rüstung, dass man damit dann reinkommt. Ich will zu dieser Höhle hier. Ja. Ich blute aus den Ohren. Hä, wieso, Crispy Chicken? Hä, das ist, wieso? Hä? Meine Theorie ist richtig. Nee, das ist meine Theorie. Was ist, findet ihr, wenn ihr, also,
Wenn ihr Fragen habt oder Einwände, sagt's gerne Bescheid. Hat man nicht im ersten Teil eine Notiz gefunden, wo steht, dass einer der mutanten Mädchen war, namens Virginia? Ja, stimmt. Sie heißt auch Virginia, was ein komischer Zufall ist. Ein Gleiter! Lol, ein Gleiter. Ich habe einen Gleiter gefunden. Das stimmt. Oh, Story! Nee, ach, schade. Ja, verdammte Story. Aber ja, das ist meine Theorie. Findet ihr meine Theorie plausibel oder nicht? Und ich glaube, dass die Virginia... Das, der einzige Grund, warum die Virginia sich nicht, sich zur Hälfte verwandelt hat, ist der Grund, weil sie, sie hat den Badeanzug an. Und der Badeanzug ist für mich ein Indiz dafür, dass sie, gebadet hat. Und wo kommt Wasser her? Häufig aus Bergen. Und wo war der Würfel in den Berg? Ich gehe davon aus, dass so ein bisschen Strahlung in das Wasser reingekommen ist und sie getroffen hat. Aber nicht so krass. Das war mein Dings. Meine Theorie ist, dass die Entwickler Mutanten einfach cool fanden und sich lustig über die Kirchen und Kreuze machen. Kann auch sein. Kann auch sein. Ja, aber ja, das kann auch sein. Aber ja. Aber das ist meine Theorie. Also bezüglich Kreuz und Höhlen Dämonen, meine Theorie war eher, dass es um die eigenen inneren Dämonen geht. Aber wie. Also das Ding ist halt, die haben. Also du gehst halt mit diesem Kreuz in so eine Höhle voller Lava und Dämonen rein. Das ist so symbolisch. Aber vielleicht habe ich auch komplett falsch und... Aber deswegen ist es nur eine Theorie. Ich glaube aber, niemand teilt meine Theorie. Aber das ist meine Theorie. Ich wollte noch ein Video machen und ich will die ganzen neuen Story-Sachen finden. Ganz Timolo, wo ist denn jetzt die Höhle? Ist es die? Aber was haben die Kannibalen damit zu tun? Gar nichts. Die Kannibalen sind, so denke ich... Es gibt ja mehrere Stämme aus diesem Planet, die haben keinen Zugang zur Zivilisation. Die gibt's noch. Es gibt einige Völker, die haben keinen Zugang zur Zivilisation. Und das ist für mich einfach nur ein weiteres Ding. Die sind einfach, die haben keine Zivilisation da. Und wussten die Soldaten, da Dämonen sind wegen Anfang? Ich glaube nicht, die wussten es nicht. Glaube ich nicht. Menschen haben die Touristen angelockt und Experimente mit dem Würfel gemacht und dadurch sind die Mutanten entstanden. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil die haben sich ja selber verwandelt. Es gibt bis jetzt keine einzige Theorie, die was auf Experimente deutet. Es gibt keine einzige Theorie, weil die haben sich ja selber verwandelt. Die haben sich ja selber in Mutant verwandelt. Wenn das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich glaube, es gibt keine einzige Theorie, die auf Experimente deutet. Bis jetzt. Vielleicht kommt da noch was, aber bis jetzt gibt es keine. Ich muss noch weiter links, gerade in der Position. Warte mal, ich sehe, Mutanten ist gleich auf Auflösung des Würfels. Genau, aber die haben sich ja selber alle in Mutanten verwandelt. Wo war nochmal das blöde Zelt? Die haben sich aber alle selber in Mutanten verwandelt. Also die haben sich ja dann quasi, also dann kann es ja nicht, also das hat ja dann nicht funktioniert, weil sie haben sich ja selber verwandelt. Und das war ja ein Unfall. Ne? Aber das ist nur meine Theorie. Vielleicht habt ihr eine eigene. Aber Experimente beim ersten Teil. Ich glaube nicht mehr, dass die wieder Experimente machen. Also, aber kann natürlich auch falsch liegen. Hallo Nico Busch, wie geht's dir? Habe ich was zum Trinken hier? Nee. Es gibt auch einige Inseln, wo man nicht das Land gehen darf wegen den Eingeborenen, weil es so schnell passieren kann, dass man einmal... Ja, genau. So, wo ist jetzt nochmal Timolo? Wo ist jetzt, Ist es die Höhle? Warte. So. Fribillon, dankeschön, Fribillon. Danke für die Bude, danke dir. Wie haben die Bunker gebaut, wenn die ganze von den Kannibalen angegriffen worden ist? Weiter dann rechts. Ah, du meinst da oben? Timolo, meinst du da oben? Naja, dort, wo die Goldmaske aufgehoben hast, wurde schon geforscht. Und dort ist der erste Dämonenmutant mit den Stelzenbeinen war. Stelzenbein? Ich weiß nicht, kleines Feindchen. Aber muss ich jetzt, also, wir suchen die Neuhöhle. Im Nordosten, Osten der Position, nicht ohne. Hä, aber wo? Ach so, warte mal. Die da oben direkt? Die da oben? An dem See. Achso, meinst du die da? Direkt diese da? Ah, okay. Gut. Puffkorb auf der Suche nach dem Metall wegen dem Geld. Dabei auf den Würfel und Co. gestoßen und dabei mutiert, weil zu falsch ist am falschen Ort.
Kannibalen war schon immer dort. Was, genau, das sag ich auch. Ja, genau. Die haben, genau, das sag ich auch. Commonwealth Project, meine Theorie war nur, dass sie, die wollten diese Luxusbunker bauen und dadurch haben die gegraben und dann haben die dieses Erz entdeckt. Und dann haben die das Erz entdeckt und durch dieses Erz haben die dann den Würfel entdeckt. Das war auch meine Theorie, genau. Und wie haben die den Bauarbeiterbunker so schnell gebaut, wenn der Würfel alle paar Wochen... Das ist das... Snowball, genau. Brav. Und wir haben, genau, für die Leute, die es nicht wissen, alle 8 Monate teleportiert sich der Würfel. Alle 8 Monate. Das wissen wir, weil der Mondzyklus, und das ist circa alle 8 Monate, teleportiert das. So. Und die Frage ist jetzt, hallo GG Kalle, wie haben die Bauarbeiter den Bunker so schnell gebaut, wenn der Würfel alle paar Wochen alles mutiert? Weil wenn die Bauarbeiter schon mutiert werden, werden die wichtigen Leute ja nie auf die Insel kommen. Das ist richtig. Und das ist meine Theorie, nämlich, du siehst ja Snowball from Earth am Ende. Du siehst ja, wo ist dieser Würfel drin? Der Würfel ist im Badezimmer von dem Richard Pufton, von dem Dude, den wir suchen. Also, na, der was, na, so. Der ist in diesem Bunker. Und wenn du genau schaust, ist diese Wand aufgerissen. Und das ist auch so ein komisches Indiz. Warum ist diese Wand aufgerissen? Und ich denke, dass wenn der Würfel eingegraben ist, ist das irgendwie okay. Weißt du, was ich meine? Der ist, wenn der eingegraben ist, das ist kein Problem. Aber ich glaube, die haben vielleicht am Ende, weil die haben die Bunker dann schon gebaut und dann haben die am Ende noch gedacht, lol, da hinten ist noch was. Dann hat der gesagt, komm, reiß die Wand auf und diesen kurzen Gang kriegst du in 8 Monaten aufgegraben. Und meine Theorie war, dass die den Würfel zuletzt aufgegraben haben und dann war die Gesteinsschicht zu dünn und dann konnte sich diese Strahlung ausbreiten. Das war meine Theorie. Weißt du, was ich meine? Hallo GG Kalle, mein Schatz. Das war meine Theorie, dass die am Ende den Würfel erst ausgegraben haben, komplett. Also, komplett. Die Höhle mit dem Lava war schon da, aber diese Gesteinsschicht zwischen diesem Bunker, die war da erst. Und so, das war meine Theorie. Wenn der Würfel sich selbst portet, alle 8 Monate würden alle 6 Monate... Genau, aber die Gesteinsschicht, ich glaube, die Gesteinsschicht, je dicker die Gesteinsschicht ist, desto geschützter bist du. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wenn du oben bist, bist du geschützt, aber wenn du unten bist, verwandelst du dich. Aber auch unten, glaube ich, gibt es eine gewisse Distanz, die du nehmen kannst. Aber wenn du die denen freigräbst, den Würfel, dann kann das sich... Das ist meine Theorie. Das habe ich mir auch schon gedacht, Snowball from Earth. Aber das ist nur eine Theorie. Pölschi, danke für 6 Monate, dankeschön. Aber ja, das ist bis jetzt meine Theorie. Was ist eure? Ihr könnt sie selbst. Es ist interessant, weil ich finde, bei Forest bin ich da. Da interessiert mich die Story irrsinnig. Und ich glaube, viele finden die Story ein bisschen doof. Aber mir macht es echt Spaß. Ich mag das voll gerne. Ja, hör doch auf, jetzt zu jammern da. Oh. Woher stammt dann der Würfel? Aus einer anderen Zivilisation. Also, der Würfel ist von Leuten aus der Zukunft. Und die haben irgendwie ein Gerät gebaut, womit sie diesen Würfel gemacht haben und der kann sie in andere Dimensionen teleportieren. Das ist meine Theorie. Also das sieht man ja auch am Ende. Dann haben wir dieselbe Theorie. Brenner, da würde mich die Story von Virginia interessieren. Kein Mutant in dem Sinne, aber dennoch 3 Arme. Commonwealth Project. Ich denke, dass sie sich zum Teil verwandelt hat, weil die Virginia... also sie hat sich ja zum Teil verwandelt, aber die Virginia, du siehst bei ihr... sie hat einen Badeanzug an. Und der Badeanzug deutet darauf hin, dass sie, während sich alle verwandelt haben, sie nicht da war. Sie war baden. Sie war weg. Und meine Theorie ist, das Gebirgsquellwasser kommt aus dem Berg. Weißt du, was ich meine? Und sie war gerade baden. Und da sie war nicht direkt der Strahlung ausgesetzt, aber ein bisschen. Das war meine Theorie. Und weil ich finde, diesen Badeanzug, der ist so spezifisch, der ist so sexuell, dieser Badeanzug. Das ist für mich, also ich glaube nie, der Badeanzug ist, glaube ich, ein Hint, dass sie nicht da war, dass sie zu der Zeit baden war. Und das ist meine Theorie. Ich denke, das war ein Ballettoutfit. Pink Spider, wenn du ihr ein anderes Outfit gibst, dann steht da Badeanzug. Also wenn du ihr ein anderes Outfit anziehen möchtest, dann kriegst du ja ihres zurück. Das, was sie von Anfang an anhat. Und dort steht Badeanzug. Also das, was sie anhat, ist ein Badeanzug. Das steht dort. Warte mal. Die Höhle da. Die Höhle da, oder? Timolo da oben.
Tetris oder Dimension wird hoffentlich gleich. Amagamo, ich bin super gespannt. Okay. Man hat ja noch andere Welten mit dem Würfel gesehen. Dann ist er vielleicht nicht jeden 8. Monat auf der Insel, sondern nur jede 8. Oder so, ja. Genau, auf der Erde, damit hätten die genug Zeit gehabt, die Bunker etc. zu bauen, ohne dass die... Genau. Das kann auch sein, dass der... Also wenn er sich alle acht Monate teleportiert, der Würfel, und es gibt aber 3 Millionen Welten, kann es schon sein, dass es dann wirklich Pech war. Kann auch sein, ja, kann auch sein. Ich ging davon aus, dass es vom Ballett war. Pink Spider, du findest auch... Es gibt einen Bunker, und dort findest du ihr Zimmer. Und in diesem Bunker sind Ballettschuhe. Sie ist Balletttänzerin, aber sie hat trotzdem Badeanzug an. Aber ja, der Badeanzug ist, damit das Spiel auf Twitch gestreamt werden kann. Das stimmt. Aber ja, das ist meine Theorie und ich finde die Story richtig spannend von dem Spiel bis jetzt. Der Durchsichtige gesagt, nö, nein, das habe ich nicht gesehen, da würde ich nie drauf schauen. So eine Schweinerei. Da würde ich nie drauf schauen. Das tue ich nicht. Ich bin ja kein Ferkel. Ich heiße ja nicht Chat. Also das ist meine Theorie. Ich glaube, viele mögen diese Kreuz-Christentum-Theorie nicht, die ich da aufstelle, weil die ist sehr gewagt. Aber für mich ist das der einzige Grund, warum dieses Kreuz die Dämonen verbrennt. Das ist so spezifisch und macht überhaupt keinen Sinn. Und in dem ganzen Spiel siehst du auch im ersten Teil überall Kreuze an den Wänden und sowas. Und die Religion existiert da ja schon. Also so krasses Stuff mit Paralleluniversen an den Sinn. Absolut! Also ich hoffe wirklich, dass die Story auch Sinn macht. Virginia führt ja immer zu einer Stelle an einen Teich. Ich tippe, dass sie dort gebadet hat und vielleicht sogar selber dort die Schädel aufgetürmt hat. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass sie gebadet hat. Also das sagt der Badeanzug. Und ja, das war meine Theorie. Ist da, aber da war schon eine Hütte. Ist das wirklich neu? Ist das wirklich neu oder haben die Höhle ausgebaut? Black Desire, mein Hübscher, wie geht's da, schön, dass du da bist. Wenn du ein Kreuz zusammenklappst, hältst du daraus auch wieder einen Würfel. Na, Lyria? Putzi, wenn du ein Kreuz zusammenklappst, erhältst du daraus auch wieder einen Würfel. Das ist eine ziemlich coole Theorie eigentlich. Du hast nämlich nicht unrecht, ja. Wenn du ein Kreuz zusammenklappst, dann kommt ein Würfel raus. Ja, das ist eigentlich... Na, Lyria. Das ist echt nicht schlecht. Also kommt der Würfel? Ja, das muss es doch sein. Das muss es doch sein. Hallo Rogue of Art. Das muss so sein. Absolut, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja. Aber ist dann meine Theorie noch... Hey, Lyria, manchmal denke ich mir bei deiner Theorie, dass du von den Entwicklern da bist oder sowas. Ist aber eine geile Theorie. Also entweder ist dann meine... Nee, die Christentum-Theorie steht dann immer noch. Weil dann kommt der Christentum vom Würfel. Das ist eine sehr geile Theorie, Lyria. Die ist auf jeden Fall verfolgenswert. Das klingt eigentlich viel zu gut, um... Ja, genau so. Das ist neu! Das ist neu! Sons of the Stars. Das ist neu! Das ist neuer Story-Content! Warte mal. Ich speichere noch ab. Ich glaube, da... Warte mal, das ist neu! Da ist das ein Kult? Warte, was haben die da? Warte, ich hab doch mein Fernglas. Warte. Ob das... Das ist so... Warte mal. Sons of the Stars. Söhne des Sternes. Das ist eine Sekte oder sowas. Und die Tür ist zu. Okay, warte, was haben die da? The Realm Beyond. Oh.
The Realm Beyond. How you lost all happiness for the kids and okay, das ist Derek Seaside. Das ist eine Sekte wahrscheinlich. Und das links und rechts sind Artefakte, oder? Das sind doch die Artefakten von aus dem ersten Teil. Das könnte interessant sein. In Petto stand New Ad. Achso, das ist, also ist ein Kult. Okay, also es ist ein neuer Kult. Und die waren dort, weil die wahrscheinlich gehört haben von. Ja, von irgendwas. Okay, jetzt geht's los. Ey, GG Kalle. Also, das ist ein sehr gutes Spiel. Finde ich zumindest. Okay, Chat, wir sind in der Höhle. Oh, ja, brauche ich nicht. Oh, okay, war nur Batterie. War nur Fledermäuse. Okay, da ist wieder dieses Erz. Ich brauche Batterien. Haben wir irgendwo Batterien? Okay. Hören alle auf zu lachen. Ich weiß, wie viele Batterien habe ich eigentlich gerade? Okay, ich habe ein paar Batterien. Okay. Okay. Weiß einer respawnen die Sachen noch oder haben die das jetzt gepatcht? Nanamo, danke für 90 Sekunden, danke schön. Hallo, Jusarin, meine Hübsche. Okay, wir gehen mal tauchen. Okay. Jet, wir gehen tauchen. Oh Gott. Wenn die so ein Unterwassermonster gepatcht haben oder sowas. Da ist jetzt ein neues Vieh. Der ist auch neu. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe gerade echt Angst. Ich habe immer Angst vor Unterwasser. Ich mag Unterwasser nicht. Okay, die haben die Unterwasser. Du bist Drecksack. Detonation. Och, Inale, ich schlag dich gleich. Inale, mach. Oh Gott. Inale. Oh, du Schwein. Oh Gott, hör auf. Inale. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab so Angst gerade. Inale. Oh ja, okay, die wieder. Oh ja. Oh Gott, okay, oh Gott. Okay, kommt's wieder. Ja, komm! Oh, okay, ja, selber schuld, wenn du blöd seid. Oh Gott, Inale, hast du mich erschrocken? Bist du deppert? Da, Inale, danke für 10 Euro. Oh. Inale, danke für 10 Euro, danke für den Support. Auch wenn das gerade echt nicht gesund war. Okay, ich glaube, die sind alles offen. Oh Gott. Horror, so killer. Ich glaube ja. Oh, ich lag mich hier weg. Scrappig. Ich hab Angst vor Unterwasser. Önale. Und ich schreib doch nur Buh, die blöde Kuh. Önale, danke für den Support. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Oh Gott, das wird. Oh Gott. Ich bin vor Putz erschrocken. Ich von der Inalia. Hey, was kann ich denn looten? Ja. Ünale, danke für 10 Euro. Vielen Dank. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank für die Unterstützung. Oh. Ich. Okay, wir schauen jetzt. Die Höhle ist neu. Oh Gott! Oh oh. Oh je. Oh Gott, wo bin ich? Wo? Ah! What the hell? Hä? Hä? Wo bin ich? Hä? Oh, wo?
Wo bin ich? Hä? Wo bin ich drin? Ich bin in einen Schleimkokon drin gewesen. Hä, wo sind meine Sachen? Ich war in einen Schleimkokon drin. Ich hab meine Sachen nicht. Ich hab gar nichts mehr. Ich sehe nichts. Oh Gott, wo bin ich hier? Achte auf die Kassiererin, dass der Elefant kein guter Kassierer ist. Johnny, was geht's dir gut, Johnny? Alles okay? Wo bin ich? Ich bin nicht gestorben. Ich bin in meinem Kokon drin. Ich hab... Wo sind meine ganzen Sachen? Oh, da. Wurdest du gegessen? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Was abgeht, aber viel Glück. Ich war in so einem Kokon drin. Oh oh. Ey, ganz kurz. Bin ich gestorben oder habe ich das richtig gemacht? Was ist da? Das ist eine weitere Konstruktion. Das ist eine weitere Konstruktion. Das ist auch wieder so ein... Ist das ein Würfel? Das ist doch wieder ein Würfel. Oder? Warte mal, kann ich ein bisschen heller stellen für euch? Grafik. Heller. Gameplay. Nee. Anzeige. Gamma. Helligkeit. Ja, gut. Das ist, ich bin... Mach die Fackel mehr Licht. Ich... Nein, eigentlich nicht. Warte mal, wie zünde ich die Nummer an? Das ist auf jeden... Wir sind auf einer anderen Konstruktion. Also seht ihr? Ist das der Würfel? Die haben was an, oder ist es ein weiterer? Oh, was ist das? Hä, was ist das? Hä, was ist das? Ist es der Würfel? Also auf jeden Fall. Also ist das ist dasselbe Material, woraus der Würfel ist. Ich weiß nicht, ob es dieses goldene Element ist, was man überall findet. Die Vermutung liegt nahe. Aber es ist überall dieses goldene Ding da. Wie weit geht denn das? Oh, da geht's weiter! Och, leck mich. Gottes Willen. Oh Gott, das ist ja auch. Pikes, du Sau. Oh, Pikes, ist ganz schön jetzt. Ich hab Angst, dass mich gleich was anspricht. Oh, Pikes, danke für 10 Euro. Ich wusste gar nicht, dass Horror ist. Pikes, danke schön. Ich hab noch ein bisschen Angst. Pikes, danke dir. Wo geh ich hin? Ist das der Eingang oder der Ausgang? Ich hab so Angst, ich hab so Angst, ich... Gegenkalle! Ah, die Kultisten wieder! Die Kultisten wieder! Ah! Die Kultisten! Leute, warte mal, war nichts hinten auf der... Es... Oh Gott, ist das cool! Oh Gott, bin ich drin! Oh, ist das spannend! Gegenkalle, pass auf dich auf! Aber ist. Meine Taschenlampe. Ich weiß nicht, ob. Nee, leer ist sie nicht, aber die Sachen respawnen anscheinend nicht mehr. So, ich mach kurz hier mein Camp. Ich mache hier kurz mein Camp. Ich speichere kurz ab. Hä? Ja, so. Zur Sicherheit. Hallo Bruns, mein Schatz!
Chat, soll ich nochmal zurückgehen? Da war noch irgendwas, glaube ich. Ich könnte jetzt aber auch da. Komm, wir gehen. Gehen wir nochmal zurück. Was sagt sie hier? Schau mal, dass der Versicherer. Oh, scheiße, meine Fackel. Ja, zurück! Das ist so cool, weil ich habe komplett ungespoilert. Ich weiß gar nichts. Ich weiß, neues Cave System, das habe ich gelesen, aber das ist so spannend gerade. Hallo, meine Hasis, ihr Hübschen, wie geht's euch? Das ist gerade so spannend. Also für mich, ich habe keine Ahnung, ob das für euch annähernd auch so spannend ist, aber ich bin voll drin gerade. Oh Gott. Okay. Okay, das sind aber nicht die Dämonen. Das sind nur die Dudes. Okay. Da war irgendwo sowas Goldenes. Ja, okay. Ja. Ich kenne noch, wie groß es ist. Huh. Oh, riesengroßes Gold. Gibt's hier was? Nee. Oh Gott, ist das unheimlich. Ist mega spannend. Aber da war, wo ich gespawnt bin, habe ich sowas Goldenes gesehen. Da wollte ich eigentlich hin. Ich hab was über. Ah! Du Dreckschwein. Ich hab was übersehen. Da war so ein goldener Gang, den hat man ganz zu Beginn gesehen. Was habe ich verpasst? Wir sind runtergerutscht, haben jetzt so diese goldenen Strukturen gesehen. Und das ist dasselbe Material, wo aus der Würfel besteht. Wo war dieses goldene Ding da? Da war so ein goldener Durchgang. Wo war der? Da ist dieses Gold. Wo waren der noch? Ich sehe gar nichts mehr da drin. Den hat man gesehen, wo ich gespawnt bin. War am anderen Ende. Was golden ist. Warte mal, da hinten leuchtet's. Was ist das? Die Kultisten wieder. Okay. Munition haben die dabei gehabt. Batterien. Das müsste es sein. Ja, das ist es. Das ist es. Das ist das, was ich von Weitem weg gesehen habe. Oh Gott, ich bin so angespannt. Das ist das. Da ist überall Gold, diese Strukturen werden krass. Bin ich? Wo bin ich? Da! Sal! Also nochmal, es ist kein Gold. Es ist ein, diese Gold, das ist ein anderes Element, was es noch nicht gab. Das ist ein neues Und ich weiß nicht, ob dieses Gold, was wir überall sehen, ob das dasselbe Material ist. Es ist kein Gold. Es ist ein anderes Material. Das haben wir in diesem Zeitungsausschnitt gesehen, dass es kein Gold ist, sondern ein neues Element. Ah! Ja, dich habe ich vermisst. Ich kann links und rechts gehen. Ich gehe mal links. Oh, Baby! Oh. Ja, Alter, schaut's, Baby! Okay. Da war nix. Okay. Oh. Angela, danke fürs ganze Jahr, danke schön. Warte mal, Pauken. Rabbi, danke fürs dabei sein. Cool, dich aus. Wo bin ich? Setz den Ritzen diese goldenen Dinger wieder. Diese goldenen Dinger überall. Bitte jetzt kein Jumpscare. Bitte jetzt kein mutierter Haifisch oder ein Oktopus. Gold. Wieder das goldene Ding. Was ist das?
Was ist dieses? Das ist riesengroß, dieses goldene Ding. Oh, wow. Okay. Oh, okay, Dämonen. Okay, Dämonen sind doch hier. Okay. Dämonen sind doch hier. Okay, das sind die Dämonen. Die sind eigentlich nur beim Würfel. Das war unsere Theorie. Ich muss irgendwo aufstehen können. Ich brauche das Kreuz. Ich muss das Kreuz nehmen. Ah! Oh Gott, das ist ein Katakuna, du Mörder! Oh, Katakuna! Hör auf! Oh Gott, ich muss das Kreuz nehmen. Katakuna, du verrückte, danke für 10 Euro. Katakuna! Ja! Brenne, du Stinker! Das sind super viele. Ich höre überall Klettern. Die Klettern. Hier, brenne! Ich sehe gar nichts mehr. Ist es eine Kacke hier drin? Hier, okay. Katakuna, danke für 10 Euro. Dankeschön. Oh, Leute. Der hat ja gar nichts gemacht, nur die Nation hat ihn erschreckt. Hallo, ich bin in der. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Also, er hat nichts gemacht, aber natürlich habe ich Angst. Okay, die Dämonen haben wir bis jetzt nur gesehen bei dem Würfel. Och, leck mich am Arsch. Hat gar nichts gemacht! Hier, brenne! Brenne! Ja. Du Kacker! Okay. Ich bin so gespannt. Das ist so cool gerade. Ich habe keine Ahnung, ob das für euch annähernd so cool ist wie für mich, aber ich finde die Story einfach so spannend. Was ist das denn für ein Dude? Was ist das für eine Rüstung? Okay, hier. Hat man die alte Goldrüstung noch? Die habe ich noch, ja. Aber es gibt anscheinend einen neuen Ort, wo sie spawnt. Was sind das für Rüstungen? Ich habe eine Theorie zu der Rüstung. Wir haben ja diese Dimensionen gesehen, wenn wir uns mit den Würfeln teleportieren. Na, am Ende sieht man ja diesen einen Würfel mit dieser Dimension. Meine Vermutung ist, dass vielleicht, wenn du in eine neue Welt gehst, dass du diesen Anzug anhast. Ich glaube, das wird es sein. Und dass du diesen Dings anziehst, diesen Anzug, weil wenn du in eine andere Atmosphäre gehst oder sowas, ziehst du einen anderen Anzug an. Du weißt ja nicht, ob die Luft giftig für deine Lungen ist oder sowas, ne? Wie eine Art Raumanzug, ja. Und ich gehe davon aus, dass hier in der Nähe, weil hier Dämonen sind und die Dämonen bewachen ja den Würfel, dass hier in der Nähe, dass wenn man dann in eine andere Dimension reisen will, und der wusste ja anscheinend von dieser Dimension, dass man sich dann einen eigenen Raumanzug anzieht. Hallo Monk, mein Schatz, wie geht's dir? Oh, nochmal Katakuna, danke nochmal für 10 Euro, vielen Dank. Danke für den Support. Tschüss. Okay. So, brenn. Brenn, du Sau. Was hast du jetzt gerülpst oder wie, ha? Okay. Schildrose, meine Hübsche, wie geht's dir? Warum nicht die Goldrüstung anziehen? Ist die besser gegen Dämonen? Keine Ahnung. Ist die besser? Dann zieh ich die an. Macht aber Sinn, weil... Wie viel gibt's denn noch von euch jetzt? Da, du auch! Ich sehe euch alle ganz genau! Macht aber Sinn, weil wenn diese Dudes mit dem Würfel gereist sind, dann hat die Edel... Und die wussten, dass die Dämonen spawnen. Dann haben sich die mit den... Dann macht es Sinn, dass der Anzug die schützt davor. Habe ich genug Mutantenrüstung? 10. Ich glaube, mehr geht nicht, oder? Nee, geht nicht. Wenn die brennen, machen sie Licht. Ist doch praktisch. Schildrose, eine hübsche. Für Schwarz aus einer anderen Dimension. Okay, ich kann nicht mehr dran. Und da ist wieder eine Tür.
Wow, wo sind wir hier? Wo sind wir? Was ist, wenn die Dämonen aus einer anderen Dimension kommen? Habe ich auch schon überlegt. Meine... Was ist das? Wo sind wir? Das ist so cool. Wo sind wir hier? Das sind doch diese... Da sitzt wer. Und die, entweder die verneigen sich oder sind gestorben um ihn rum. Ist das ein Würfel? Nur offen? Warte mal, ist das ein Kreuz aus dem Material, was da drüber hängt? Wo drüber hängt? Warte mal, ist das Kreuz aus dem Material? Nee, Herr Brausemüller, das Material ist Silber. Also das... Die Theorie war, dass das Kreuz aus demselben Material ist, und die Dämonen deswegen verbrennen. Das glauben wir aber nicht. Ich glaube, es liegt an der Form, weil das Kreuz ist nicht aus Gold. Ich habe zum Beispiel eine goldene Rüstung an, sonst würde die goldene Rüstung ja die auch verbrennen. Es muss an der Form liegen und die Theorie, was die Nalyria aufgestellt hat, ist, dass wenn du ein Kreuz faltest, kommt ein Würfel raus. Also es muss die Form von dem Kreuz sein. Was mir auch nicht so klar ist, ist, wer die Verbindung zum ersten Teil. Sind die zwei Dudes aus der einen Cutscene, der alte Ja, genau. Der erste, die Dudes aus der Cutscene ist der Dude aus dem ersten Teil und sein Sohn. Genau, ja. Genau. Haben so wenige genommen bekommen. Was denn? Meine Vermutung ist gerade, dass ich... Nee, der Dude, hat sich der Dude teleportiert? Der, was da sitzt? Und das ist eine der, was, wie gesagt, der sich teleportiert hat mit dem Ding. Oh Gott, ich hab eine Theorie gehabt, aber ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Da komme ich nach oben. Ich glaube, da komme ich dann wieder raus, ne? Okay, und die Brenn hat nichts mit dem Licht zu tun. Also wissen wir nicht, aber wir gehen davon aus, dass die Brennen mit dem Kreuz zu tun hat, mit der Form selber. Weil noch einmal, das Kreuz ist auch Silber, das ist nicht Gold oder so. Es gab die Vermutung, dass in dem Kreuz was eingebaut worden ist, aber das glaube ich auch nicht. Meine Vermutung ist, dass wenn sich... Okay. Diese Dämonen und diese Viecher, die was wir gerade mit dem Kreuz verbrannt haben, heißen Dämonen. Diese Dämonen... entweder das sind Menschen oder Lebewesen, die entstehen, wenn sie zu nah am Würfel sind und deswegen kommen. Weil meine Theorie ist, dass wenn du mit einem Würfel dich teleportierst, dass das quasi eine Schutzfunktion des Würfels ist, dass keiner den Würfel, dass keiner in den Würfel geht. Dass die alles, was dann, wenn die spawnen, dass dann rundherum alles radioaktiv, sagen wir mal, wird. Und wenn du das einatmest, dann verwandelst du dich und dass du damit den Würfel beschützt. Das ist so ein Mechanismus, so ein Schutzmechanismus vom Würfel, ist meine Theorie. Weil wenn du jetzt so ein Zeitreisender bist aus einer anderen Dimension, wäre es ziemlich kacke, wenn der den Würfel wegstibitzt und du bist dann da gefangen. Na, deswegen ist das meine Theorie. Das ist auch meine Theorie und ich glaube, wie gesagt, das ist diese... Rasse, die was aus dieser Zukunft kommt. Wir wissen, dass die futuristisch ist, sehen wir am Ende. Und wir wissen auch, dass du nur mit dem Anzug hinkommst. Du musst nämlich am Ende von dem Würfel musst du ja so eine Tür öffnen und die geht nur mit dem Anzug auf. Das heißt, diese Alienrasse wird diesen Anzug anhaben oder das wird so die Uniform sein und deswegen machen die auch weniger Schaden, diese Dämonen, bei der Alienrüstung. Und ja, das ist meine Theorie. Sautri, wir haben alle gekillt. Sautri, wir haben alle gekillt, Sautri. Da waren 1000 Viecher, die haben wir alle gekillt Die haben wir alle gekillt. Aber was mich jetzt gerade... Kannst du in der Höhle mehr Licht... Kann ich? Ja, ich kann nochmal meine Fackel rausnehmen. Also ja. Also die Höhle ist jetzt... Das einzige Interessante ist in dieser Höhle gerade... Das einzige ist diese Konstruktion in der Mitte... Und jetzt, und das da. Und am Ende wachen wir im Krankenhaus. Das kann natürlich auch sein.
Hier geht's nach oben, klar, aber das einzig Interessante ist das da. Nämlich, dass diese eine Person da sitzt, auf dem Ding. Darunter ist der Würfel. Er sitzt auf dem Würfel drauf. Oder? Er sitzt auf dem Würfel drauf. Das ist doch der Würfel. Und das ist auch der Würfel. Es gibt mehrere Würfel. Es gibt mehrere Würfel? Was ist das? Aber warum gibt es mehrere Würfel auf dieser einen Insel? Das verstehe ich nicht. Weil, was gibt's krass auf der Insel? Warum will man auf die Insel? Was gibt's dort? Also das Ding ist, ich glaube, er ist auf dem Würfel. Na, weil schau mal. Und ich verstehe nur nicht, warum sich die nicht verwandelt haben, die. Vielleicht waren sie früher tot. Kann auch sein, ne? Also ich erinnere... Okay, ganz sicher. Ja, es muss so sein. Die Dudes, die hier so sitzen... Da hat auch keiner eine Notiz oder irgendwas, ne? Die Dudes, die hier so sitzen... Ich gehe davon aus, dass die... eine andere Dimension bereisen wollten. Und deswegen der Anzug. Deswegen der Anzug. Die wollten eine andere Dimension bereisen, weil, ja, ist wie ein Astronautenanzug. Die wollten, ja, so, das war. Aber wenn der Würfel immer im Berg spawnt, wie sind dann die Aliens an die Oberfläche gekommen? Wir haben die Höhle aufgemacht. Alle Höhlen sind verbarrikadiert mit Brettern. Wir haben sie aufgemacht. Dadurch sind sie rausgekommen. Warum? Genau, aber warum ist der eine Dude auf dem Würfel? Moment, Blut. Ist das Blut? Es kann sein, dass der Würfel warm wird. Weißt du? Es kann sein, dass der Würfel warm wird und du verbrennst. Und der ist verbrannt. Da schaut er irgendwo hin. Schaut nach oben. Apple geöffnet. Werden das immer mehr pro Öffnung oder ist es Wurst? Das reicht dann. Aber... Hallo, wahrhaftige Christo. Als sagst du, er hat sich den Arschbeleck schon verbrannt. Animatik Bob, ja, so würde ich das sagen. Schau nach oben. Nee, oder? Also ich gehe davon aus, die Idioten wollten sich teleportieren, wollten in eine andere Dimension. Und entweder der Würfel ging los und ihm sich selber getötet, weil die wollten sich vielleicht nicht zu Mutanten verwandeln. Oder sie sind verhungert, weil die Türen zu waren. Das ist komisch. Das ist auch das einzig Interessante. Hier gibt's nichts mehr, ne? Ganz kurz an die Leute, die schon hier waren. Gibt's hier noch was zu sehen, wo ich gerade bin? Oder übersehe ich gerade was? Weil das auch keiner eine Notiz hat oder sowas. Oder ist diese Fehlfunktion? Kann auch sein. Gibt's irgendwas? Nein. Vielleicht war er Prediger. Ich glaube nicht, dass die religiös sind, die Dudes. Steht vielleicht auf den Anzug irgendwas drauf? Sahara oder so? Weil ich glaube, das sind die Dudes von Sahara, die da oben sind. Jemand musste doch... Sons of the Stars. Diese Kultisten. Jemand musste doch aber auch die Höhlen verbarrikadieren. Ergo, ich davon aus, dass jemand sich da gefärbt hat. Ich glaube, das waren die Kannibalen vielleicht. Deswegen... Ich glaube, die Raumans, Sons of the Stars. Das kann auch dieser Kult sein, der da mit den Würfeln woanders hin wollte. Gibt ein paar Flyer. Ich habe einen Flyer gefunden. Von so Kultisten von der Höhle habe ich einen gefunden. Okay. Dann gehe ich jetzt nach oben. Die Höhle war aber weitaus größer, Bruns. Ich gehe mal nach oben. Weil für... Bruns, wir sind auch runter, eine Höhle runtergeschlittert. Und dann sind wir, glaube ich, in den Kokon aufgewacht. Ist dir das auch passiert? Das ist ein Höhlensystem, also groß. Ja. Nee, okay, das geht da nach oben. Wir wollen nur wissen, ob das ein Bug war oder ob wir hätten wir hier sterben müssen. Das will ich nur wissen. Und er stirbt. Okay, das wollte ich wissen. Okay.
Sterben in den Höhlen, indem man mit in den Kiebersack. Ach so! Aber, okay, aber dann stirbt man? Der Raumanzug war ein Bug am Anfang. Dann ist das diese eine Rasse. Also dann ist es so ein Kult einfach. Okay. Jemand eine Idee, warum Virginia nicht komplett mutiert? Ja, weil sie baden war, Catherine. Weil sie baden war. Sie war nicht anwesend bei den in dem Konferenzsaal, wo alle waren, weil die Essen ist noch unberührt und sie hat einen Badeanzug an. Und ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, oder ich gehe davon aus, dass sie nah genug an der Strahlung war. Sie war baden und Wasser kommt aus dem Gebirge, aus dem Gebirgsquellwasser. Und sie hat bei so einem Wasserfall gebadet und die Strahlung, also die, was diese Würfel verursachen, oder wenn es nicht die Strahlung ist, sind bis in das Wasser und auf sie. Das ist meine Vermutung. Oder wird Ginny zu weit weg vom Würfel? Eins von den beiden, ja. Es kann auch zu weit weg, aber dann frage ich mich, warum sind die Kannibalen sich nicht, weißt du? Also warum sich die Kannibalen nicht verwandeln? Meine Vermutung ist daher, dass es zusammenhängt mit, dass das Wasser schuld ist dran. Genau. Aber sie ist ja mutiert in der Lyria zum Stück, ne? Sie ist ja ein Teil, ist sehr mutiert. Hallo Valkyrie, wie geht's dir? Okay, aber dieser Kokon, das ist auch interessant, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist wieder der Würfel. Ist das... Ist das ein Würfel? Amazing Maze, das ist mein... Ja. Hey. Amazing Base, weißt du, was auch eine geile Theorie ist? Warum die Dämonen Angst haben vom Kreuz? Weil wenn du ein Kreuz zusammenwürfelst, kommt ein Würfel raus. Hat die Nalyria gesagt. Mace, was sagst du jetzt? Wenn du ein Kreuz zusammenklappst, kommt ein Würfel raus. Geil, oder? Ey, Tiris, ich weiß nicht wo. Valkyria, nice! Also, Mace, ich gehe davon aus, dass der Christentum auf der Insel kreiert worden ist. Dass, wenn sich der Würfel teleportiert, dass alle sich rundherum in Dämonen verwandeln. Als Schutzmechanismus für den Würfel. Und dass die Dudes hier rumgelaufen sind und dann haben die gesagt, ey lol, in einer Höhle mit Dämonen und die reagieren auf das Kreuz. Und ich gehe davon aus, dass der Christentum davon dann kommt. Wieso fangen die dann an zu brennen, wenn die Angst haben? Die fangen an wegen der Form. Das weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, das ist halt einfach so. Und daraus haben die dann dieses Symbol des Christentums gemacht, weil das Kreuz, weißt du, so 100.000 Jahre, oder ich weiß nicht, wie lange es gibt, aber du weißt, was ich meine, dass man da gesagt hat, dass das so eine Saga ist. Also so eine Saga ist, weil, nochmal, in der Höhle, da gab es ja diese Lava, die Dämonen da vorne, und du gehst mit dem Kreuz durch und die fangen an zu brennen. Unsere Theorie, also meine Theorie ist so, dass die da nur laufen und dass das damals, die haben da den Weg reingefunden, haben gemerkt, die sind dann auch auf Allergisch und haben dann gesagt, das sind Dämonen, die reagieren aufs Kreuz. Oh, und haben eine Religion gegründet. Das ist so die Theorie. Hallo Johanna, wie geht's dir? So, aber ich bin sehr stolz auf euch, wie ihr da alle so brav mitmacht, Chat. Ich dachte vielleicht, wenn der Würfel, ist das schon ein Kreuz. Ich dachte, dieses Dings ist schon ein Kreuz. Aber ist es noch nicht. Also, aber, wir gehen mal nach oben. Ich werde unseren örtlichen Pfarrer morgen mal auf diesen These ansprechen. Wer weiß, ob sich die noch bewahrt. Hat die zwei Forschungsspiele, Johanna! Ich hoffe, es lief gut. Ah, das sind wieder die. Und Babys. Wir sollten laufen. Okay. Kann ich da durch? Ne? Okay. Okay, nix. Ach, dammit! Ich will doch nur... Okay, da ist wieder... Ey, bitte gib mir irgendeinen Hinweis, irgendeine Notiz, irgendwas. Sherry Lee, kommst am Sonntag, gratuliere ich dem. Vorhin gratulieren tut man nicht.
Oder war die Badeanzugsfrau in so einer Luxusbadekapsel oder was auch da war, als das passiert ist? Das alles. Ich glaube, sie war baden. Ich glaube, weil sie, man sieht sie ja auch an so einem Wasserfall. Und ihr Anzug ist ja regelrecht, sie hat ja einen Badeanzug an. Es kann ja nur eine Kapsel sein. Kann auch sein. Aber ich gehe davon aus, dass sie baden war, weil ihr Essen fehlt auch und dass sie halt einfach draußen chillen war und gebadet hat. Aber das kann alles sein, ne? Ja, klar. Oh, Johanna, es lief super! Johanna, ich hab's doch gewusst, was es in dir. Johanna, danke für den Prime Sub, dankeschön! Jetzt bringt's noch mehr Glück, dein. Aui! Hey, die hauen aber gut rein. Was ist denn los mit... Hey, warum leuchten die so? Die Flure... Hey, warum leuchten die so? Haben die schon immer so geleuchtet? Haben die immer schon so ge... Lol, ist das, wenn ich die mit der Taschenlampe anleuchte, dass sie zum Leuchten beginnen? Hey, wie viel denn noch? Ja, eben. Jetzt aber. Aber wir stehen ja wieder im Sonnenbereich. Ich glaube, sie war baden. Ich glaube, sie war einfach baden. Sie war einfach... Sie wollte einfach nicht bei ihren Eltern sein, dachte sich, komm, sie macht Urlaub und war baden. Das ist meine Theorie. Ja, kann das sein, dass der leuchtet, weil... Wenn die so... fluoreszieren. Na, dann heißt das ja so. Du hattest doch Gamma hochgestellt. Ja, kann auch sein. Okay, da ist auch wieder diese Strukturen. Ich verstehe noch nicht, was es mit diesen Strukturen auf sich hat. Damit du es im Dunkeln besser siehst. Ja, ja, gut, dann machen sie das mal ja sehr einfach. Okay. Erklär mal Fluoreszenz für uns. Oh, ja. Dann kriegt man mit Würfel auch noch etwas für Christen, oder? Genau. Welche Höhle ist das? Das ist die Höhle aus dem letzten Patch, aus dem gestrigen Patch. Ich denke, wir chillen oft ohne Ball hinzu. Ich bin... Oh, schade, ich dachte, da hinten ist was. Ah, geil, wäre geil gewesen, wenn da was gewesen wäre. Ich hab ignoriert. Achso, fluoreszieren. Ja, wenn du mit der Taschenlampe drauf leuchtest, dann leuchtet es auch. Da kommt die Fluoreszenz und leuchtet zurück. So leicht ist es. Was wollt ihr hören von mir? So ist es einfach. Aber ich glaube, jetzt geh mal langsam aus diesem Konstrukt da raus. Okay, ich nehme es zurück. Wo bin ich jetzt? Oh nein! Nein, nicht schon wieder! Oh Gott! Oh nein! Wo bin ich jetzt? Hallo, Livron! Bitte kein Haifisch! Wo bin ich jetzt denn? Wieder am Anfang? Ich hab keine Ahnung! Ich hau mal die Rebletten rein! Ich hau mir mal das Fleisch auf die Haut! Ah! Oh Gottes Willen, Leute! Gottes Willen, eine Donation! Katakuna? Kann man ausstellen, Livon. Katakuna, du Verrückte, was ist denn heute los mit dir? Schau doch mal da nach oben, Katakuna, gleich. Katakuna, danke für 10 Euro. Du Mörder. Katakuna, danke schön. Vielen Dank, Katakuna. Danke dir. Ich meine, kein Kräutermedizin, ja. Hallo, Sammy. Danke schön, Katakuna. Katakuna, was ist denn los, Alter, mit dir? Du, da jetzt, schau. Katakuna, danke dir! Man kann Medizin erstellen. Shiba Inu, wir peilen gerade den 6. Mai an. Samstag. Danke, Katakuna, danke schön! Vielen Dank für den Support, danke dir! Oh, Katakuna, du Süße, danke dir, mein Schatz. Danke, danke, dass es so gefällt. Also, ich hoffe mal. Aber Katakuna, wenn sie in der Höhle nochmal erhaut, dann komme ich vorbei. Ich hab die Axt, du weißt. Ja, das wird der Ausgang sein. Sammy, meine Hübsche, dankeschön. Danke für, Gift jetzt ab.
Wir laufen einfach. Da geht's weiter. Wie tief geht's denn? Wie tief geht's denn da in die Höhle? Wo bin ich jetzt schon wieder? Wo bin ich? Wo bin ich jetzt schon wieder? Ruhe, Bebe! Alter, wie viel Bebe? Wie war das jetzt? Sternchen, danke für die 20 Pizza. Nein! Gottes Willen, oh Leute, was auch? Sapse, mein Hübsche! Dankeschön! Für 10 Euro! Leute, was ist heute los? Ist nur noch Schreck! Alter, wie viel sind denn da noch? Da! Sapse, mein Hübsche, danke für 10 Euro! Dankeschön! Sapse, wir haben kein Gold gefunden! Ich baue jetzt ein Haus! Danke, Sapse, dankeschön! Wenn du dir den Handywecker für Diablo 4 Beta stellst, dann kriegst du, weil du mit Putz erfüllt bist. Oh. Dankeschön, Sapse. Danke dir. Krawall, meine süße Maus. Wie geht es Ihnen? Schön, dass Sie da sind. Wo bin ich jetzt? Wo? Das ist so spannend. Okay, geht's hier noch weiter? Oh. Warte, geht's hier weiter? Oh, Leute! Ich will eine Donation! Katakuna, geht das jetzt so weiter jedes Mal, wenn ich tauche? Katakuna, du Schwein. Vielen lieben Dank, Katakuna. Was ist denn heute los? Wo kommen die ganzen Zehner her? Dankeschön, Katakuna. Oh, Katakuna, danke dir. Danke, ich hoffe, es gefällt mir. Nee, wahrscheinlich wird es der Quatsch. Katakuna. Da ist er. Hallo! Ruhe! Gib mir deine Haut! Katakuna, danke schön! Vielen lieben Dank und Sapse, danke euch beiden! Oh, boah, die Babys schlimmsten im Game. Ah, die gehen. Oh, was? Mann, ich will mehr Essen in den Backof. Es ist so spannend, Lyria! Okay. Gib mir deine Haut. Wo bin ich jetzt? Wie geil ist das? Das ist ja so cool. Die Nerdy, meine Hübsche. Da sehe ich weniger, ich brauche die... Ah! Achso, es war nur meine Hand. Alles gut. Krawall. Weiß man schon, 6.5. Krawall ist aktuell, peilen wir an. Ist aber noch nicht fix. Wir müssen erst ein Kino finden, das auch an dem Tag Zeit hat. Aber 6.5. ist gerade... Was war das? Ah, nur so einer, okay. Soll ich noch was essen? Ich habe mich heute wieder erschreckt. Tünnel ich mich auch. Das ist mein Geburtstag. Artemis umso besser. Nein, Spaß. Also ist, Leute, ist noch nicht fix, ne? 6.5. ist bis jetzt nur mal angepeilt. What the hell? Wir müssen aber auch ein Kino finden, die da Zeit hat. Ne? So mache ich. Ich habe mal überlegt, diese eine E-Mail wörtlich zu nehmen und die Höhle mit Fackeln wie einem Weihnachtsbaum auszuleuchten. Einfach bei dir zu Hause. Ja, wir machen so. Wir machen Kino an bei mir daheim. Komm, wir machen Kino an bei mir daheim. Mach mal, komm. Was ist am 6.5.? Kino-Event. Ich mache ein Kino-Event in Köln. Wir schauen uns den neuen Super Mario-Film an mit der Community. Und ja, und das ist einfach schon länger angekündigt, aber jetzt geht's gerade in die heiße Phase. Also, ja, wir haben dann mit...
Ich kann links gehen und ich kann rechts gehen. Wir haben mit den, wir sprechen da gerade mit Nintendo und sowas, ne? Und dass die vielleicht. Ah! Oh, Leute. Gottes Willen! Eine Donation! Der Sohn des Forest. Hier habt ihr Zähne gefunden, glaubt ihr, gehört ihr. Sohn des Forest, mein Schatz, danke dir für 10 Euro. Vielen lieben Dank. Danke dir. Sohn des Forest, mein Schatz. Ich hab keine Plane mehr. Ich hätte die mitnehmen sollen, ich Volldepp. Scheiße. Gegen Kalle sie da. Ich hab keine Plane mehr. Kerberus! Ich hab keine. Scheiße. Okay, dann gehen wir mal kurz rechts als erster. Sonders Forest, meine Black Forest, danke für 10 Euro, danke für den Support. Vielen lieben Dank. Oh Gott, wie groß ist denn diese Höhle? Ich kann noch nicht mehr abspeichern, das ist das Brutalste an dem Ganzen gerade. Wie Batterien habe ich noch? Putz ist so planlos. Hä, wieso? Kann noch ein abgeschlossenes Raumschiff sein, aber erinnert mich alles an Cthulhu. Ah, ich glaube nicht, dass es das ist. Also, ja, aber ich glaube nicht, dass die jetzt auf einmal mit Cthulhu ums Eck kommen. Also, es kann natürlich sein, aber das wäre so eine ausgelutschte Story irgendwie, weißt du? Scheinbar, wie muss ich. Ah, Amazing Mist, tut mir leid. Es ist ja. Nochmal, es ist nicht fix, ne? 6.5. steht im Raum. Das heißt aber noch nicht, dass es da ist. Ich muss als erster. Also, was wir gerne hätten, wäre, dass das Event kostenlos ist für euch, ne? Aber dafür brauchen wir einen Sponsor, weil das Kino will ja doch Geld einnehmen. Und die Idee ist, dass vielleicht Nintendo das zahlt. Aber wir müssen. Aber Nintendo muss erst mit dem Kino sprechen. Und aber bis jetzt ist die Idee. 6.5. Das steht im Raum. Moment. Das ist, glaube ich, ein anderer Weg einfach zum Würfel gerade, wo wir sind. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen vielleicht hier so raus. Hallo, Jesse Thiel, mein Schatz. Wir flog Black Forest hat einen Sohn. Wie die ganze Kreis. Mari, ich schau mich um. Ich wollte mich nochmal nach. Ich wollte nochmal zurückschauen. Hallo, Jesse Thiel. Ah! Oh. Um Gottes Willen, eine Donation! Ja, jedes Mal, wenn ich tauche, ich merke schon. Oh Gott, stopp. Oh Gott, okay, ich habe ja noch. Okay. Ey, Katakuna, meine Hübschen. Okay. Ach, Katakuna, ey, das ist aber auch bei dir. Katakuna, meine Hübschen. Danke für 10 Euro, du Verrückte. Dankeschön, Katakuna. Hochverschuldet heute hier im Stream. Da sitzt wer. Blöden Fledermäuse, lass mich in Ruhe. Katakuna, dankeschön für die Unterstützung. Danke für 10 Euro. Dankeschön. Okay, die haben auf jeden Fall Seile hier mitgenommen wegen der Expedition, nehme ich mal an, ne? Aber der sitzt da. Warum sitzt der da? Und da ist auch ein Stuhl. Komme ich bei einem Bunker raus? Jesse, es gab eine komplett neue Höhle in dem Update. Und hier sind wir wieder. Okay. Hier sind wir wieder. Okay, das. Wir geben es echt. Leute, vielen lieben Dank euch. Auch kleine Tirolerin in der Kuscheldeck. Auch kleine Tirolerin in der Kuscheldecke. Der Katakuna. Katakuna, sorry. Ich dachte, eine sie. Dankeschön, Oma Katakuna. Und ey, kleine Tirolerin in der Kuscheldecke. Danke für 20. Was ist das für ein Geräusch? Dankeschön, Katakuna. Auch eine Tirolerin. Danke dir. Danke euch. Dankeschön. Auch Leute, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Na, Tirolerin, sind wir wieder in der Kuscheldecke, oder wie? Oh. Ganz kurz, war das das Letzte? Haben wir alles entdeckt jetzt gerade? Wir haben nämlich in dieser Höhle vorhin, da gab es mehrere Wege. Haben wir die Höhle zu komplett oder müssen wir nochmal in die Höhle? Weil am Anfang gab es mehr Sachen, ihr wisst, was ich meine. Weil es gab mehrere Abzweigungen. Als wir da runtergegangen sind, habe ich dann gesagt, wo ist das Gold? Komm, lass erst mal schauen, wo das Gold ist.
Und dann, wisst ihr, was ich meine? Also, sollen wir nochmal in die Höhle rein? Weil es gab, wenn man da runterrutscht, wir sind sofort durch den goldenen Ausgang gegangen, aber es gab andere auch noch. Es gibt nichts weiter zu finden. Es gibt nichts weiter zu finden? Na, es gibt einiges. Also, okay, dann war das das Höhlensystem. Aber es gibt doch noch andere Sachen zu finden. Schön, dass es in der Höhle gibt. Es gab in der Höhle nichts. Es muss da, ja, das kann ich mir vorstellen. Es muss doch in der Höhle was geben. Also zumindest ein Prospekt oder sowas, oder? Kuscheldecke am Start. Aber es gibt noch weitere Story-Sachen. Aber ich weiß nicht, wo die sind. In der Höhle ist jetzt die Goldrüstung. Ah, dort war die Goldrüstung. Ah. Armageddon, wo? Bei dem Dude, der auf dem Würfel sitzt? Ich muss mal kurz weg, Miss Hubert. Oh, Itinerary. Ist der da vorne? Ja, wir haben ein Buch gefunden, aber gibt's noch mehr? Ah, die Goldrüstung hat der Dude, der auf dem Würfel sitzt, an. Warum? Warum hat er die an? Okay, meine Vermutung ist, dass das einer dieser zeitreisenden Dudes war. Okay. Wo können wir noch hin? Und der wurde angebetet von den Astronauten Son of the Stars. Das hat mit dem Update zu tun. Ja, okay. Okay. Den Endboss machen. Welchen Endboss? Boah, du kannst nichts spoilern. Sag mir nur, wo ich hin muss. Sag mir nur, warst du dort schon oder gehe ich hin? Hallo Mio, sei hallo mein Schatz, wie geht's? Ganz kurz, wo ist denn mein Lager nochmal? Ich hab komplett verplant. Beim Kevin? Ganz kurz, auch, warte mal, wer war denn das? Irgendwas mit Asto? Ja, da war ich schon, da wo die Dämonen in der Höhle sind. In einen Bunker am Strand musst du gehen. Checkpot, wo? Wo der Würfel ist, wo man zum Würfel kommt? Dahin? Meinst du dahin? Checkpot? Armageddon, wo der Würfel ist, okay. Das heißt, wir müssen zu dem... Okay. Das ist, glaube ich, da oben. Ja, das... Ja. Okay. Hallo, Rosalie. Vor dem Würfel. Vor dem Würfel. Okay. Wir schauen hin. Ich hab kein Lager. Pff, aber speichern ist eine gute Idee, aber ich habe kein Lager. Wo ist nochmal... Ist der Bunker da oben? Ist das der? Ich wollte mein Lager zurück. Der gerade anfängt zu sitzen? Galaxy, der fängt jetzt an zu sitzen? Wie? Nur als Maut, dass du nur erzählst. Ja, okay. Auf der anderen Seite. Okay, wir müssen darüber. Okay. Wir müssen darüber. Ich fand aber das, was wir gerade gesehen haben, schon ziemlich cool. Das war schon geil. Das gibt wieder Platz für neue Theorien, dass in diesen Bergen so diese goldenen Strukturen überall sind. Das war schon interessant. Gibt es noch neue Prospekte oder sowas, die man finden kann? Und wo ist mein Lager? Ich finde mein Lager nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo mein Lager war. Dein Lager ist in der Nähe des lila Aufrufzeichen. Also da oben irgendwo. Du weißt es besser als ich, Alter. Ares, Nero, meine süße Maus, wie geht's dir? Rechts gehen? Okay, ich speichere hier nur ab und dann gehe ich rechts. Ah, das ist wieder die Höhle, wo wir gerade waren. Das ist die Höhle vom neuen Update. Okay. Ja, da sind die Kultisten davor.
Genau, da. Das, genau, das sind die neun. Fühlen wir uns nicht bereit. Ares Nero, du wirst das schaffen. Ich glaube an dich. Du schaffst es locker, Ares Nero. Du bist doch ein süßes Mann. Du bist doch ein smartes Mäuschen. Gut, dann gehen wir rechts. Ey, kleines Schulchen, danke fürs dabei sein. By the way, diesen Sonntag 14 Uhr werden wir das neue Resident Evil 4 spielen. Hat schon wer von euch, by the way, gespielt? Resident Evil 4? Oder spielt es gerade wer von euch? Ja, weil ich da auch meins habe, aber das wäre echt Zufall. Ah. Ach so, lol. Aber rechts rum, da muss. Nee, komm, ich gehe links jetzt einfach schnell. Ich spiele die Parts, immer die neuesten Games. Schon gespielt? War doch dein Zelt ab. Die Zelte haben wir gebaut als Orientierung, als Markierung. Weil die werden angezeigt. Weißt du, was ich meine? Also es gibt die GPS-Dinger, aber ich weiß jetzt gar nicht, respawnen die Sachen jetzt noch oder nicht mehr in dem Spiel? Ich habe gehört nämlich, sie sollen es nicht mehr, aber ich weiß es nicht. Über den Berg, ja, aber dann... Das ist so anstrengend. Über den Berg. Ich wollte außen rumgehen einfach. Hab gerade mal 2 Kapitel gemacht. Genau, Amazing Maze. Anscheinend bleiben geöffnete Kisten offen. Und deswegen die Frage, ob die Sachen respawnen oder nicht. Items, die frei rumliegen, respawnen, aber Kisten halt nicht mehr. Ja, aber ist es nicht völlig dumm, dass du dann irgendwann, wo gibt's dann Klebebänder? Klebeband? Oder Batterien? Das ist super dumm, oder? Das heißt, irgendwann sind dir die Sachen weg. Dann kann ich die Taschenlampe irgendwann nicht mehr gebrauchen, weil... Oder? Also halt dämlich, weil das Ding ist ganz ehrlich, ich habe mir auch schon überlegt, das klingt blöd, aber bei dem Spiel, weil ich habe ja da nicht unendlich Klebeband. Ich brauche ja Klebeband. Klebeband brauchst du ja für manche Sachen im Spiel. Die brauchst du ja. Und die kann ich auch sicherlich nicht selber herstellen. Das heißt, irgendwann muss ich mir ja quasi die Sachen ercheaten. Klingt ja blöd, aber ich habe ja keine Wahl. Was soll ich machen? Ich wusste nicht, ja, es hat ein neues Update uns. Genau, hast du irgendwann mehr wenig Saft? Genau, das meine ich auch. Ich will eigentlich vorher zu meinem Lager gehen und nicht gleich zum Endboss. Aber alle haben gesagt, ich soll über den Berg gehen. Aber ich wollte zu meinem Lager. Nee, ich gehe zu meinem. Da ist mein Lager. Ich gehe zu meinem Lager, weil in meinem Lager. Ich muss abspeichern, ich muss mal schlafen, ich muss mal Sachen holen. Oh. Kisten respawnen nicht mehr. Kriegt doch jede Tasche von den Gegnern. Aber das ist halt nicht viel. Maki, das ist halt nix. Ich will auch jetzt nicht 20 Gegner töten, damit ich Klebeband bekomme. Das ist ja dann anstrengend. Also du willst ja nicht so, oh, jetzt töte ich dich und dich und ich suche jetzt alle Camps und dann, oh, Klebeband, cool. Jetzt kann ich endlich eine Fackel bauen oder was auch immer. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde das ein bisschen doof. Also ich glaube dann... Bei The Forest auch immer respawnen. Ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn Sachen respawnen. Also es ist ja kein MMO. Es ist ja halt... Komm, lass halt die Sachen respawnen. Einzelrumlende Gegenstände. Aber die weiß ja nicht, wo die sind. Hallo Christoph, du Süßer, wie geht's dir? Ich kann die Entscheidung verstehen, weil das Überleben dadurch zu leicht war für die Entscheidungen, aber echt hart. Dann gib mir halt Möglichkeiten, Klebeband herzustellen. Dann gib mir halt, vielleicht kann ich Aloe Vera pflanzen und Aloe Vera und irgendwas anderes und Baumharz ist ein Klebeband. Dann lass es mich doch selber machen. Ich habe auch vorhin Kleider gefunden, aber ich weiß nicht mehr wo. Confina, danke für 2 Jahre, dankeschön, danke Confina. Gibt's da Confina mal ein paar Kinder, süß. Das ist doch nicht realistisch, wenn die Sachen nicht respawnen. Schon, aber es ist ja ein Videospiel. Und dieses Videospiel baut ja darauf auf, dass du dir Sachen baust und zusammencraftest. Aber wenn ich das dann irgendwann nicht mehr kann, weil mir das Spiel die Möglichkeit nimmt, Sachen zu bekommen, dann kann das realistisch sein, aber dann ist es halt nicht mehr lustig, weil ich kann hier nichts mehr bauen. Also, das heißt, manche Rezepte kann ich ja dann nicht mehr nachmachen. Schlitten fahren. Oh lol, stimmt, Romeo, du hast recht, ja. So. Also ich finde, dann gib mir die Möglichkeit, Klebeband zu machen. Weißt du? Ist immer noch ein Videospiel.
Man sollte sich das einstellen können. Genau, genau. Ja, oder sowas. Oder ja, oder du machst einen Hardcore-Modus voll. Okay, Chat, Achtung. Hey! Ja! 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 Töner die! Kleine Tirolerin! Weiter! Mehr! Mehr! Oh! Hallo! Mehr! Ja! Oh, 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 oh Gott, jetzt bin ich in der Donau. Coolen Auftritt hingelegt vom Blümi und vor der Amarante, vom Z Benjamin, vom Zig Demon, vom Toffi. Kann man Munition eigentlich bauen? Toffi, das ist die nächste Frage, keine Ahnung. Also ich glaube, Munition liegt manchmal rum. Es könnte sein, dass die respawnt. Also da besteht die Chance vielleicht, dass die respawnt. Weil Munition auch, weil Munition nicht respawnt. Okay, dann kann ich die Waffen irgendwann nicht mehr brauchen. Gut, ich rede über Realismus und sehe jemanden an zu... Genau! Nee, also... Ich finde schon, dass es realistisch sein sollte zum gewissen Teil, aber... Es kann ja nicht sein, dass ich irgendwann mal meine Sachen nicht mehr gebrauchen kann, weil das Spiel einfach mir keine Sachen mehr gibt. So. Aber... Vielleicht respawnen die Sachen ja. Oh, warte mal, hä? Wo ist denn nochmal mein Lager jetzt? Meine Maus ist kaputt, deswegen zoomt die immer so viel rein. Ah, da oben, direkt drüben. Inkognito, danke fürs 20. Monat, Inkognito. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Wo kommst du, Vega? Ich will. Okay. Ich will in mein Lager und abspeichern. Und dort was essen und mich regenerieren. So. Und mein Lager ist, ich glaube, mein Lager ist da oben, oder? Ich glaube, mein Lager ist darüber. Ober mir direkt. Diris Limret, hallo, wie geht's dir? Ausprobiert. Muni respawn. Ah, Gary, vielen Dank. Ich glaube, hier ist mein Lager. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Also ich... wo ist mein Lager? Auf jeden Fall ist da Kevin und die Virginia. Und die sind nie weit vom Lager eigentlich. Ich glaube, mein Lager ist dort. Ist es nur bei den Kisten und bei Koffer auch? Ich glaube, Koffer auch. Aber ich weiß es auch nicht. Also ich... Keine Ahnung. Ich überlege, ob die vielleicht dann doch sich überlegen, dann wieder die Sachen respawnen zu lassen. Das kann ich mir gut vorstellen. Boah, ey, wieder die ganze Pfeife. Der gute Kevin. Ich glaube, er müsste hier sein, ne? Weil da ist doch die Leiche, die da oben hängt, ne? Die war hier in der Nähe. Das ist der, der da oben hängt, der die Taschenlampe hat. Das war meine erste Leiche, die ich gefunden habe. Der müsste jetzt da sein, quasi. So. Ja, da oben, genau. Okay, dann bin ich nicht weit wirklich, wo ich war. So. Mashiu Kami, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dein Tag war schön. Mir geht's super, muss noch eine Woche arbeiten. Ah, oh, Tiris, was muss arbeiten? Erzähl mir alles, Tiris. Hä, wo ist es denn? Ah, okay. Wo ist denn die Leiche? Achso, die hängt da oben noch. Ah ja. Egal, okay, gut. Da unten ist mein Lager, ja. Du musst ihn runterschneiden. Nee, ich habe alles, was ich brauche. Aktuell alles, was als Container zählt. Plastikbox mit gelbem Deckel, Kofferholz, Kisten spawnen nicht mehr einfach.
Ja, ist nicht so geil. Bin ich auch nicht so der Fan davon. Ich hätte es auch besser gefunden. Es ist natürlich ein bisschen einfacher. Aber man hätte ja auch, also es ist natürlich sehr viel einfacher dann das Spiel. Aber ich hätte auch einfach gut gefunden, wenn die zum Beispiel gemacht hätten, dass vielleicht nicht so viele Sachen spawnen oder so, ne? Krankenhausküche arbeite ich. Oh, Tür ist. Dann komme ich mal vorbei zum Essen. So. Das ist mein Holz, das ist mein Lager. Das ist mein Lager. Ich wollte nur mal dahin. Genau, das habe ich im Stream gebaut damals. Das ist mein Zuhause. Ich wollte nur mal schlafen, essen und alles. So. Genau, ich esse mal was. So. Ah, guter Fisch. Teledan, danke nochmal für 6 Monate. Vielen Dank, Dankeschön. Oh Gott. Nun, wir gehen was essen. Oh, du frisst wieder so viel. IQ oder Lauf, meine Hübsche. Auch IQ. 50 Euro, natürlich. Natürlich. IQ oder Lauf, meine Süße. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Einfach nur danke, dass du für uns dein... IQ oder... Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Danke für deinen Support. Und danke, dass... Ganz ehrlich, dass du schon so lange erhalten bist. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Na, Ikuna, vielen Dank, Dankeschön. Ich freue mich, dass, ich sag's immer wie beim Blümi, ich freue mich, dass dem noch Spaß macht. Vielen lieben Dank für 50 Euro, du Verrückte. Da stoß ich an, vielen lieben Dank, Dankeschön. Dankeschön, ja. Der Jose ist nicht ganz fertig, was soll das denn heißen? Mein neues Haus ist super fertig. Ich habe gestern ein paar Punkte nochmal besucht, um mein Fahrrad aufzustecken, um zu sehen, ob sich was geändert hat. Ist bei dir auch so, dass dort an heute... Amazing Mist, ich habe nicht mehr gespielt seit längerer Zeit schon. So, warte mal, wo ist denn der Kevin? Da oben. Und wo ist die Virginia? Hä, wo ist denn meine Virginia? Wo ist die Kuh? Freya, danke für 11 Monate, dankeschön. Jared, was sagst du zu meinem Eigenheim, die es noch nicht kennen? Das ist mein Heim. Das habe ich gemacht. Da bin ich stolz. Die Miete ist nicht so teuer. Das ist meine Kopf-Collection. Hehe. So. Hier ist der Alkoholvorrat. Warte mal hier. Das ist nämlich für Mann. Das ist für. Hier ist der Alkoholvorrat für. Hier, wem haben wir denn da? Den Oak Grove zum Beispiel. Oak Grove, wenn du den Wodka suchst. Also, nee, das ist. Warte mal, das ist dann nicht den trinken, der ist gefährlich. Oh, Groove, hier. Falls hier, echt? Ich fand jetzt nicht so, okay. Oh, Groove, falls du, der Wodka ist da, gell? Oh, Groove, für dich, ne? Also, bitte schön, schnell mal dahin, ja? Also dass man, ja, schön, also schön. Ich kann mal wieder die das Gamma ein bisschen runterstellen. Dann seht ihr auch wieder was. So, ja. Freya, danke für 11 Monate. Wir hoffen, alle geht's gut auf, Freya. Dankeschön. Das ist mein Haus, Ikuna. Da schlafst du. Na, so, das ist da, das sind meine Regale. Hier ist auch Regale. Wem höre ich denn da rumlaufen? So, genau, das da oben ist der Gleitschirm. Von oben kann man dann. Ich zeige euch das einfach. Ich zeige euch das. Kommt, schaut's mal her. Hey! Und da bin ich dann. Und da fliege ich. Wie der Adler. Und dann. Bam! Das ist. Ich hasse Alkohol. Bruns, bleib mal ein bisschen im Stream. Dann wirst du ihn zum Schätzen wissen. Frag den Timo. Das ist auf jeden Fall. Das ist so, oder? Das ist der Kevin. Kevin, wie geht's dir? Das ist unser Butler. Wenn du was zum Trinken brauchst, dann fragt's ihn gerne, ne? Hey, Lolle, steht sogar auf seiner Brust Kevin drauf. Ah! Okay. So. Und genau, jetzt gehen wir noch schnell schlafen, gehen wir noch nicht. Ich nehme noch eine Plane mit. Plane. Warte mal, wo habe ich denn die Planen? Plane. Ah,
Da unten. Erst immer wenn die Rays immer umräumt, dann finde ich nichts. Ah ja, ich habe euch unseren Nachbarn noch gar nicht vorgestellt. Na, also hier kann man sitzen, hier ist so eine kleine Essensecke. Und wenn man sich hier hinsetzt, dann hat man hier den Nachbarn. Hallo Nachbar. Hallo. Das ist unser Nachbar, der Johannes. Er ist nicht sehr gesprächig, aber den haben wir auch, ne? Den habe ich da so aufgespießt. So, ne? Aber dann fühle ich mich nicht so alleine. Ab und zu, glaube ich, zwinkert er mal zu, wenn ich schlafen gehe. Also. Nikita Robin, meine Hübsche. Hey Kevin, ein Monster Monarch, bitte. Kein Problem, frag's doch mal nach, Kamal, gell? So. Und hier habe ich meinen Holzvorrat. Hier, das ist mein Holzvorrat. Da habe ich ein bisschen Holzvorrat habe ich hier. So, das ist mein Holzvorrat. Und da hinten ist das Feuerholz. Wenn ihr was braucht, hier ist auch Holzvorrat. Und hier ist dann das Lagerfeuer war da. Aber das ist, da wollte ich so eine Überdachung bauen, aber das ist noch nicht fertig. Aber ja, das ist auf jeden Fall, das ist, und da kann man dann, warte mal, wo ist mein Holzvorrat, hä? Wo ist denn der? Da ist aber Lagerfeuer. Und ja, und das ist so ein bisschen zum Chillen. Ich wollte ja noch so ein bisschen eine Überdachung machen, aber das habe ich noch nicht fertig. Vielleicht lasse ich es auch. So, genau. Und das ist mein Zuhause. Kommt die nur auch? Wenn es Essen gibt, ja. So, ja, genau. Und das ist, genau, jetzt, wir speichern ab und wir gehen jetzt zur finalen Höhle, haben alle gesagt. Ganz kurz. Wo gibt es noch neue Sachen? Okay, es gibt die finale Höhle. Okay, komm, wir schauen uns die mal an. Wir schauen uns die finale Höhle an. So. Die ist... Das ist nicht die Höhle, gell? Das ist die quer über den Berg. Das hat ja... Wir müssen auf die andere Seite des Berges. Ikuna, meine Hübsche, danke dir noch einmal. Vielen Dank für den Support. Ich hoffe, du bereust das nicht. Und ich hoffe, du hast auch damals bei Callisto-Protokoll nicht bereut. Danke dir, meine Hübsche. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns beim Kino-Event. Wo ist Virginia? Keine Ahnung. Ich habe sie markiert. Ich hoffe, du frisst mal nicht mein Fischvorrat weg. Es wäre gut, wenn du arbeitest. Komme nicht zu nahe. Na gut, dann komm halt mit, aber bleib brav. Bist eh brav? Ha! Na gut. Der geht mit dem guten Klamotten aufs Wasser. Red Devil Passat, vielen Dank fürs zweite Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Danke fürs zweite Monat. Zweite Monat ist immer wichtig. Jedes Monat ist wichtig, aber das zweite Monat ist so, beim ersten Mal subscribe man und dann schaut man, ob es einem gefällt, aber beim zweiten Mal denkt man, ist es ja, dann hat es einem gefallen. Hallo Charlotte Carota, meine Hübsche, wie läuft das jetzt mit dem Kino-Event? Max Quality, Kino-Event, voraussichtlich 6. Mai, voraussichtlich. Das ist einmal der Termin, Ah ja, wir haben da oben so einen Kannibalen auf und die prügeln sich immer. Das ist ein bisschen wie auf der Gamescom, wenn es ein gratis Shirt gibt. Genauso ist es. Und man hat vergessen, das Abo abzustellen. Das kann auch sein, Querz, das kann auch sein. Aber ich hoffe ja nicht. Bereue nur nicht. Oh. Das war bei Liebe Kudalow. Oh, das war sehr süß. Oh Gott, war das lieb. Oh, danke schön. Oh, ich hab Gänsehaut, so freue ich mich gerade. Oh, das ist aber süß. Hallo Red Devil Passat. Oh, Red Devil Passat, danke fürs zweite Monat. Dankeschön. Oh, ich hab die Kudalow gefragt, ob sie es bereut. Ich hoffe, dass sie es nicht bereut hat jemals. Und sie hat gesagt, sie bereut es, dass sie nicht schon viel wurde, aber. Ja, das war sehr lieb.
Womit kennen wir den blauen Punkt? Ich habe ihn markiert, Kimmelein. Du kannst ihn einen GPS-Sender geben und dann kannst du den markieren. Oh, ich wurde was. Das war sehr lieb. Das bedeutet mir viel. Das war sehr süß. Ja. Das war sehr süß. Kairi, danke für 23 Monate. Dankeschön. Ja, Kairi, ich sehe dich auch immer wieder gerne. Ich hoffe, dir geht's gut. Ach, war das süß. Ich scheiß mich an. Das war ja wirklich so. Aber das süß. Ja, es ist schon sehr. Es ist schon immer wieder sehr. Es ist schon immer wieder sehr surreal für mich oft. Ich will das jetzt euch gar nicht unterstellen, aber wenn sich Leute freuen, dass ich da bin, das freut mich schon immer sehr. Und das ist, und man muss ja immer wieder sagen, bei manchen glaubt man es nicht, aber Twitch ist gratis, ne? Also, man glaubt es nicht ganz, aber es ist schon immer sehr, ist schon nett. Es ist schon sehr lieb. Ah, ich bin in der Bergziege, ich gehe da oben, nach oben. Ah, nein! Oh Gott, Putzi, muss man im Hauptmenü die Cola mit? Das geht, Sonza? Ehrlich? Das geht? Ich bereue es, dass ihr letztendlich auf hier. Kamine, das ist ja wurscht. Also manche Leute haben halt nicht. Hast du nicht immer Zeit, dann ist das vollkommen okay. Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Und dann ist super. Ne? Ich hoffe auch immer, dass wenn so eine Donation reinkommt oder sowas, dass nie wer von euch genervt ist, ne? Weil. Hoffe ich. Also echt? Sonst schreib mal das Konami, Co. Ich weiß gar nicht mehr, wie der geht. Schreib mal. Ich probier's. Ich hab ihn nicht im Kopf. Oh, Bruns. Ganzlinger. Mit dir bin ich am Kugane-Turm rumgesprungen. Ich weiß es doch noch. Wie geht's dir? Dankeschön. Hä, Quatsch. Das ist doch klar. Nicht immer, ey. Es sind, Mann, ey. Manchmal. Und das Ding ist auch, man hat doch nicht immer Lust. Man hat doch nicht immer Lust. Also, das ist ja auch voll okay. Na, also, man hat auch manchmal andere Sachen auch zu tun. Hallo, Sandraki. Schön, dass du da bist. Hallo, wie geht's? Schönes Wochenende. Und hallo, Realized. Wie geht noch mal der Konami-Code? Dr. Bob. Willst du nur überlegen, im RL auch so wie dein Kollege in Game heißt. Du heißt Kevin, Demon Angel. Ich muss da nach oben. Weil ich muss auf die andere, ich muss in die Höhle rein. Es soll irgendwas Neues am Ende der Höhle geben. Da wollen wir kurz hinschauen. Ganz kurz, gibt es noch neue Sachen, die ich noch nicht entdeckt habe, die seit gestern drin sind? Wenn ja, sagt's mir nicht was, sagt's mir nur, wo soll ich hin? Weil das Spiel ist groß und bis wir dort sind, ihr wisst, was ich meine, ne? Ah, warte mal. Oben. Und nun, okay, warte, okay. Also es gibt anscheinend einen Konami-Code, okay, warte mal, also, oben, unten, links, rechts, B, A, Enter. Und jetzt? Ich bin kalt und nass! Hä? Hoch, runter, links, rechts, B, A. Nur im Hauptmenü. Das können wir dann machen. Okay. Habt ihr es gehört? Ich hab's gesehen. Hoch, runter, links, rechts, B, A. Hey, es war doch gerade. Hoch, runter, links, rechts, B, A. Enter. Es war doch gerade. Ein Zap ist erschienen. Ikuna, danke fürs Gift, Zappa Demon Angel, dankeschön. Das war doch die Forest-Musik, oder? Warte mal, nochmal. Die Forest-Musik aus dem ersten Teil. Ah. Okay, das ist die Musik aus dem ersten Teil. Wollte gerade die Open Beta von Diablo 60 über. Oh, ist die heute Open Beta Realized? Ich wünsche dir eine kurze Warteschlange und ganz viel Spaß im Spiel. Ich habe es auch schon gespielt. Ich fand's gut, aber ich freue mich, wenn es dann final draußen ist. Ne? Gikuna, danke dir noch einmal. Vielen Dank, meine Hübsche. Dankeschön. Und auch Applet Love, auch danke dir. Und hier auch nochmal Katakuna. Der Katakuna.
Die kleine Tirolerin, danke euch allen. Gib doch einen kleinen Bunker, bevor die Goldungssumme das getan hat. Da schauen wir gleich im Anschluss hin. Hör bloß auf, ob es jetzt 17 Uhr. Oh Gott, Chef Cook. Ich wünschte, dass du schnell drankommst, Chef Cook. Ihr sitzt alle in der Warteschlange. Ihr seid ja alle. Seid ihr Nerds? Kann das sein? Tut's immer diese Videospiele spielen, gell? Und dann werdet's alle ganz komisch im Kopf. Weiß ich eh. So. Bin schon drin. Baton. Okay, wir gehen jetzt. Warte mal. Wo ist denn. Ganz kurz, ist das da oben die Höhle zum Würfel? Ist das die Höhle? Das müsste die sein, oder? Ja, okay, Bond, okay. Also die Warteschlange war beim Döner echt kurz. Ja. Black Forest, wie immer ein Romantiker. Spür nix. Trunks. Ganz. Trunks, bist du? Du bist doch ein Er, oder Trunks? Komisch im Kopf, willkommen bei Putzi, alles. Was? Komisch im Kopf, willkommen bei Putzi. Wir müssen alle willkommen. Solange er lieb ist und nett ist. Was, wie geht die Musik denn weg? Greedy, danke für 11 Monate. Dankeschön, Greedy. Oh, das ist die Höhle. Okay. Wann ist die Musik endlich weg? Okay. Hallo Trax, wie geht's dir? Das ist die Höhle, wo sich die Ynalia, wo sich angeschissen hat. Chat, was macht ihr am Wochenende? Was ist euer Wochenendplan? Was macht ihr morgen? Was zockt ihr gerade? Erzählt mal ein bisschen was. Blömi, ich hab nur nette Leute hier, Blömi. Ja, nur liebe Leute, Blömi. Genesen, Dr. Kami. Was ist denn, was? Octopus Traveler, den zweiten Teil. Arbeiten, Ikuna, wo gehen wir hin? Speicher, ja, mal. Cool, die Forest-Musik auch putzen. Wann ist die Musik endlich weg? Ich will die Kiste nicht aufmachen, weil dann ist alles weg. Mein Bildspiel. Diablo, Watch Dogs. Bin morgen auf einen Geburtstag. Geschlecht, ich wünsche dir viel Spaß. Zweiten bekomme ich hoffentlich zum Geburtstag. Ah. Final Fantasy 14. Namenlos etwas. Darf man fragen, wegen mir oder schon vor mir? Nalyria, sehr gute Entscheidung. Nalyria, sehr gut. Ich und Nora am Bronchitis. Oh Gott. Danke, Kami. Dann wünsche ich dir und der Nora gute Besserung. Passt auf euch auf. Macht euch einen Tee, ihr zwei Hübschen, gell? Und ein schönes Wochenende. Und hoffentlich geht's bald wieder weg. League of Legends. Es gab... ganz kurz, wenn kleine Kinder kurz anwesend sind, kurz mal die Ohren zu halten, wenn möglich ist. Ich war ja am letzten Freitag auf der Bühne und durfte vor Publikum sprechen. Wann ist die Musik endlich weg? Und da wurde ich gefragt, ob es einen Guilty Pleasure gibt. Ob es etwas gibt, wo, was ich, gibt es irgendein Spiel, das ich immer wieder spiele, sowas, ne? Und ich habe gesagt, ja, das gibt es. Es gibt das Spiel League of Legends. Und League of Legends, das greife ich alle paar Monate, denke ich mir, oh, heute, ich probiere mal wieder League of Legends. Bis ich dann aber wieder vom 15-jährigen Thomas anhören muss, dass er meine Mutter gebumst hat. Und dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Ja? Das ist immer das, wo ich mir denke, okay, der 14-jährige ist wieder da, jetzt reicht's. Und dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Das ist bei League of Legends aber das Schlimmste überhaupt. Ja? Also da, ich hätte, wenn es laut Chat geht in League of Legends, hätte ich 3000 Väter. Ja, also ist wirklich so. League of Legends ist das schlimmste Spiel, weil du immer wieder anhören musst, ja, okay, da hat schon wieder wer. Es ist, ja. Und dann denke ich mir nach einer Weile, okay, ich glaube, das brauche ich nicht. Und dann drehe ich wieder ab League of Legends und dann spiele ich wieder was offline, wo halt mich keiner beleidigt. Ist immer so. Am besten Chat muten. Horiati, das stimmt, aber dann regen sie auch alle auf. Das ist das Schlimmste in League of Legends, dass alle mich nicht beleidigen. Es ist halt so. Du spielst League, ey, ich spiele League of Legends spielen seit der Alpha. 2009 habe ich League of Legends gespielt. Mein Account existiert noch. Ich habe sogar einen super seltenen Skin.
Silber-Kaylee-Skin oder sowas habe ich, aber ich spiele nicht, weil ich bin richtig schlecht in dem Spiel. Und dann, ja. Ich bin schlecht in dem Spiel, das ist schon wahr. Aber das muss man nicht der Thomas sagen. Ich weiß, Horiat, ich verstehe, gell? Ja. Nee, aber es ist ein gutes Spiel, ne? Das will ich ja. Es ist ja ein gutes Spiel, aber die Community ist ein bisschen toxisch einfach. Yo! Worte können mir nichts. Ja, mir macht das einfach keinen Spaß. Ey, mir macht es einfach keinen Spaß, wenn mich Leute beleidigen. Da habe ich einfach keinen Bock dran. Die Leute sind da nicht gerade von der Sozialart. Nee, nicht alle. Ne? Also es gibt ja auch ein paar Leute, zum Beispiel hier im Stream, den würde ich allen schon wahrscheinlich schon unterstellen, dass sie wahrscheinlich nett sind. Aber es gibt halt auch viele junge Leute. Rodeln. Aber ich verstehe absolut. Community ist immer toxisch. Das wird schon. Wann ist die Musik ist endlich? Oh Gott, das wird. Wer bist du denn? Lass mich doch in Ruhe. Hallo, Hilfe. Gut. Deswegen habe ich Among Us wieder zurückgegeben. Oh, krass. Glaube ich dir. Oh, hello, new Tricklich way. You know. Quatsch. I don't know the Tricklich. But if you have it, let me know. Quatsch. But I don't know. I know the old one with the treehouse. But I don't know the new one. But if you know, let me know. Hallo Mabuka, schöner. It's by the way German stream. But it's nice that you are. Oh, Kleiter! But it's nice that you ask. Zweimal. Sorrow. Oh, so you don't know. Okay. So I don't know either. Maybe we will find out together. Or just wait for a few days, then there is a new glitch coming. Probably everyone knows. Hast die Mille? Maschi, hast du mir die Mille gegeben? Oh, Maschio, danke für die Mille. Dankeschön. Du warst die. Maschio, warst du der Lalafell oder der. Oder dieser weibliche große Charakter? Weil ich habe zwei. Ich habe von zwei Leuten bekommen. But Quartz, we're trying to find out what's new in the new patch. Der weibliche mit den silbernen Haaren, oder? Danke dir noch einmal vielmals. Ich spare. Weil ich will damit Sachen craften und dann daraus mehr Geld machen. Danke dir noch einmal. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du hast es auch nicht bereut, mir das gegeben zu haben. So. So, aber da hinten ist es. Manche in den Chats denken halt, man hat nichts Besseres zu tun als League of Legends spielen. Ich verstehe es, dass das. Ich mache die Kisten an nicht auf. Ich hoffe, dass. Weil ich will, dass das wieder respawnt. Ich brauche es auch gar nicht. Ich hoffe, dass. Also ich verstehe das Competitive, dass man sich dann ein bisschen ärgert manchmal über andere Spieler. Aber ja, es ist halt ein bisschen traurig. Es ist trotzdem ein bisschen anstrengend. Na? Man macht sich das Spiel halt ein bisschen kaputt. So. Hallo Survivalist Oli. Wann ist die Musik endlich vorbei? Jetzt habe ich die ganze dieses Getüdel da im Hintergrund. Hü! Hehe! Flieg darüber einfach. Ich finde das Lied sogar besser als das jetzige Spiel. Hey, das geht, Monty, du findest das Spiel nicht gut. Ich finde Forest 2 richtig, richtig gut. Richtig gut. Ich finde die Story geil. Ich finde die Welt geil. Das Bauen ist geil. Das Spiel ist insane. Da ist der Helikopterlandeplatz. Ah! Oh Gott, um Gottes Willen, eine Donation. Oh. Ach, Bruns, mein Schatz. Ach, Putzi, du bist einfach eine Legende. So ein herzensguter Mensch. Die Freude und die Dankbarkeit in den Augen, wenn du sofort bekommst, ist unglaublich niedlich. Bitte bleib so, wie du bist, denn du bist so perfekt. Ah. Ihr seid so wieder so süß zu mir. Ach, ja, Leute, Bruns. Bruns, mein Schatz. Vielen lieben Dank. Bruns. Danke dir. Bruns, ich danke dir, das auch schon so. Du bist mir sehr im Kopf geblieben als der 2-Euro-Bruns. Jetzt ist er ein Bruns. Vielen lieben Dank, Bruns, für den Support. Und danke, dass dir so gefällt. Ist keine Selbstverständlichkeit. Danke, dass du da bist. Danke, dass du bist doch immer der mit dem gelben Namen. Leute, wo ist der Bunker? Ist er dort? Leute, wo ist nochmal der Bunker? Bruns, vielen lieben Dank für 10 Euro. Danke für deinen Support. Dankeschön. Ja.
Hallo Fiddlezer, wie geht's dir? Wo? Ah, der ist da oben. Ah, ich dachte, der war. Okay, ich dachte, der war näher am Strand. Ich liebe das Lied. Das neue Lied von dem Game ist doof. Ah ja, da, genau, genau. Okay, es soll da was Neues drin geben. Timo, du hast auch noch gesagt, es gibt was Neues in dem Bunker, wo man die goldene Rüstung damals gefunden hat, ne? Gut, wir gehen mal rein. So, danke nochmal, viel herzlichen Dank, Bruns. Danke für den Support, dankeschön. Ah, Klebeband. Okay, ich hoffe, die Musik ist endlich vorbei. Okay. Goldene Rüstung anziehen. Das, oh, jetzt tüdelt schon wieder. Okay, goldene Rüstung. Demon Angel, Demon Angel macht voll Spaß. Ah, dankeschön. Vielen Dank. Ich bin manchmal zu schnell und rede zu viel und sowas. Ich kann das nicht ausstellen, aber ja. Wann ist denn die Musik vorbei jetzt? Ah! Oh, oh Gottes Willen, eine Donation. Leute, was ist denn heute los mit euch? Herr Brausemüller, wo kommen Sie denn auf einmal her? Herr Brausemüller, kein Text. Hat er sich geweigert, Herr Brausemüller. Bruns, Ikuna, Leute, danke euch. Vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön. Auch Herr Brausemüller, danke dir für den Support. Ich hoffe, dir gefällt es nach wie vor. Danke, Herr Brausemüller. Danke für den Support. Dankeschön. Ich hätte mich über Text gefreut, aber wenn ich den Herrn Brausemüller sehe, dann freue ich mich so und so auch. Vielen lieben Dank, Herr Brausemüller. Dankeschön. Er will nur kurz laden. Können wir gleich machen, können wir gleich machen. Nui, wir gehen was essen. Oh, Herr Valissimo! Ich mach das jetzt anders. Hä? Ganz emotiv, gerade Musik! Och, Blume, meine kleine Blume. Leute, was ist denn jetzt los? Brausemüller, Bruns, Blümi, danke dir für deine Liebe, nette Art. Jeder Schiff bringt so viel Liebe. Danke für deine Liebe, nette Art. Jeder Schiff bringt so viel Liebe in meinen Tag. Nun, wir gehen was essen. Leute, was ist denn jetzt los mit euch? Was ist denn jetzt los? Ihr habt Blümi 20, ich habe nur nicht mal da bedankt. Blümi, Mensch, jetzt danke für 20, dankeschön. Ach, Blümi, ach, und danke für die lieben Worte, Blümi, danke für 20 Euro, dankeschön. Und Bruns, danke für 2, will nicht einen Rest lachen, nein, Bruns, jetzt, ey, oh, Bruns. Dankeschön, der Bruns, vielen lieben Dank. Eskalation, ja, Schneegex, oh. Ikuna Lauf, Spannung, Ikuna Lauf, meine Hübsche. Och, danke dir. Schon wieder. Ikuna Lauf. Ah, um Gottes Willen. Eine Donation. Leute, ihr sollt es doch nicht bereuen. Leute, was? Ikuna Lauf, meine Hübsche. Schau doch mal nach oben, Ikuna. Schau doch mal. Auch Ikuna, danke dir nochmal. 50 Ikuna. Schau doch mal nach oben, Ikuna. Ikuna, meine Hübsche. Vielen lieben Dank. Und Bruns und ich und Blümi und Herr Brausemüller und nochmal Bruns, nochmal 10. Ist denn jetzt los? Auch nochmal Bruns, nochmal 10, Leute. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ich hoffe, es gefällt euch nach wie vor. Ich hoffe, dass euch noch ganz lange gefallen wird. Und ich freue mich sehr auf Sonntag, auf Resident Evil 4. Bin ich sehr gespannt. Danke, dass ihr immer da seid. Danke euch, dass ihr euch auch an die Zuschauer, die sich gerade meinen Dank anhören. Vielen lieben Dank euch auch. Auch wenn das ein bisschen paradox ist. Und vielen Dank, wie immer, an euch alle, dass das mein Job sein darf. Vielen lieben Dank. Danke euch. Danke. Bruns Ikuna. Ikuna Nummer 50. Bruns. Nui, wir gehen was essen. Oh, die Frist. Was rede ich überhaupt? Für Batterien und Klebeband. 50 Euro. Ich glaube, es soll sich ausgehen. Ey, Leute, was ist denn Krawall? 50 Euro. Oh, Leute, was ist denn jetzt Edo Krawall? Krawall. Vielen lieben Dank auch für die letzten Streams. Ah, um Gottes Willen, eine Donation!
Leute, was ist denn jetzt? Leute, also brennt's hier. Leute, mal, hallo, seht den letzten. Leute, wir wollen ins Ende gehen. Krawall, vielen lieben Dank, 50 Euro, du verrückter Brunst. 10, IQ da 50. Jetzt geht mal die Musik ab hinten, auch am Arsch da hinten. Moment. So, Brunst 2, Blümi 20. Nun, wir gehen was essen. Oh, die frisst wieder so viel. Monty, was hast du gefragt, Monty? Leute, vielen Dank. Und was ist denn? Was? Ich liebe das Lied, aber das neue Lied ist doof. Achso. Oh, die Nui kommt gerade. Och, ey, Nui! Nui! Hallo! Och, ey, Krawall, 50 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, Brunzip, für 10. Vielen Dank für die Support. Mir ist egal, was du spielst. Du bist für mich die Hauptrolle. Alter, ich setze aber heute aber auch die Süße. Ist jetzt ins Honigglas gefallen, ihr Süßen. Brunz, danke nochmal für 10 und Kuschelfussel 20. So will auch einfach mal wieder Danke sagen für all die lustigen Streams, die einen so wundervoll vom Stress im Tag abholen. Dein Herz ist alles immer wieder frisch und macht dir echt Spaß. Und macht echt mit etwas Besonderem. Ah. Leute, vielen Dank. Leute, das ist gerade schon wieder sehr unverhältnismäßig, wenn wir uns ehrlich sind. Vielen Dank, Kuschelfussel, Brunz, Krawall, Ikuna, Blübi, Herr Brausemüller, Katakuna vorhin die ganze Zeit, Leute, kleine Tirolerin, der Black Forest, Leute, Pikes, Unalia, Durania, Applehead Lover, Fräulein, Leute, vielen Dank euch. Dankeschön, ich hoffe, ihr bereut das alle wie ich. Um Gottes Willen, eine Donation! Was rede ich eigentlich? Melonenbrot, danke für 10. Kuschelfudel 2, Leute, vielen lieben Dank euch. Alter, ich spiele weiter, sonst sind die alle neu. Sonst sind alle auf mich sauer. Alter, was ist denn jetzt? Nun, wir gehen was essen. Oh, die frisst wieder so viel. Nun, es hat gerade begonnen. 50 Euro Ikuna, 50, 20 Fussel, Melonenbrot, 10 Blümchen. Oh Leute, Ikuna noch einmal 50. Ikuna, schau nicht nach oben, Ikuna. Ignoriere das. Ikuna nochmal 50 Euro. Melonenbrot 10, Kuschelfutter 20, Leute, vielen Dank euch. Dankeschön. Leute, vielen Dank. Leute, da ist wieder ganz viel Sushi für Noah. Leute, jetzt, was ist denn jetzt los? Was ist denn? Leute, Brausemüller noch mal 10. Ikuna 50, Melonenbrot 10. Swordkill noch mal 10. Was ist denn los jetzt? Leute, ich muss weiterspielen. Wir wollen jetzt Ende. Leute, vielen Dank. Wann geht die Musik endlich weg? Gottes Willen, eine Donation! Ikuna 50, Brausemüller, 10 Swordkiller, 10 Leute, vielen Dank euch allen! Jetzt reicht's mal, die Kackmusik nervt mich. Moment, ich muss kurz mein Camp aktivieren. Ich will doch nur weitergehen! Leute, so. Moment, ich mach hier ein Camp. Ne, muss ich gar nicht, in diesem Bett. Egal, ich mach trotzdem. Okay, Leute, vielen lieben Dank. Dankeschön, Herr Swordkiller, Herr Brausemüller für 10, Ikuna für 50 schon wieder. Leute, ich geb's auf, ich sag gar nicht mehr, ich hab Angst, dass es Büro. Um Gottes Willen, eine Donation! Okay, ich geh kurz zurück, weil die Musik die ganze Zeit da ist. Macht's den Konami-Code niemals im Spiel! Auch Leute, Black Forest, da lag noch ein. Die Musik ist immer noch da. Die Musik ist immer noch da. Ich höre sie immer noch. Oh Gott, ich muss kurz rüber. Ich muss Spiel neu starten. Ich höre sie immer noch. Ich wüsste es immer noch. Ich finde sie schön. Brunz, ich krieg einen Kollaps. Black Forest, danke für 10 Euro, da lag noch ein 10er, der gehört, glaube ich, neu. Auch Black Forest, danke für 10, Invisible für 5. Jetzt habe ich gerade die Zähne gewechselt und dann, ach. Invisible für 5, Unalia für 50 Euro.
Das seid ihr wahnsinnig. Es ist doch Freitag. Was ist denn? Heute Nacht wirst du träumen von einem Imperator. Heute werde ich von dir träumen. Nali, du Verrückte. 50 Euro. Invisible, aber für mich sehr gut sehbar. 5 Euro. Swordkiller, 10 Euro. Swordkiller, mein Schatz. Leute, danke euch. Swordkiller, Black Forest, Brausemüller, IQ 100. Um Gottes Willen, eine Donation. Leute, was ist denn heute los? Unalia, für dich und Noah, macht euch noch einen schönen Abend. Unalia, vielen lieben Dank für 50 Euro. Leute, ich hoffe, ihr bereut das nicht. Leute, ich bedanke mich seit 5 Minuten. Und das ist, by the way, die Bestätigung, damit wir auch noch kurz zum Spiel zurückkommen, dass der Würfel sich teleportiert. Das sind mehrere Dimensionen. Ne? Unalia 50, Fruitica. Habe auch noch einen gefunden, schenke ich dir. Oh, danke für 10 Fruitica und namenlos etwas. Danke für 5. Lieber Putz, ich kann mich auf den... Nui, wir geben was essen. Es frisst wieder so viel. Lieber Kapuzen, bitte stirb nicht. Eska? Lieber Putz, ich kann mich bei den anderen nur anschließen. Du bist mit Abstand beliebtes Streamer auf Steam. War mit einem 14-Event hauptsächlich wegen dir dabei. Nur um mich dann nicht zu trauen, so nah ranzugehen. Auch ich hätte mich immer gefreut. Noch an namenlos etwas. Danke für 5 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön, meine Hübsche. Vielen Dank. Danke. Und freut mich gefreut, dass du dabei warst. Leute, vielen Dank. Ihr verdient's alle gerade viel mehr Dankeschöns. Und Ikuna, lauf schon wieder, Ikuna. Schau doch mal nach oben, Ikuna. Ikuna, nochmal. Nun, wir gehen was essen. Leute, vielen lieben Dank. Danke für den insane Support. Blümi schon wieder 50 Euro fühl dich gedrückt von mir. Danke euch allen, Leute, vielen lieben Dank. Danke euch. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr bereut es nicht. Da kommt die 50er rein wie. Leute, vielen lieben Dank. Inalia, Ikuna, Blümi. Danke euch. Vielen lieben Dank. Ich hoffe wirklich, dass euch so gut gefällt, dass ihr euch das Recht, dass das für euch zu rechtfertigen ist. Vielen lieben Dank. Danke euch von ganzem Herzen. Dankeschön. Ich hoffe, wir können das noch ganz lange machen, auch gern günstiger. Aber danke, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ganz kurze Sache auch noch, weil ich will ein bisschen vom Spiel auch noch reden. Hier. Ihr seht ja hier. Und ich glaube, das ist so ein religiöses Gemälde und deswegen würde ich sagen, dass das so ein, auch so einen religiösen Touch hat, auch das Spiel. Weißt du, was ich meine? Dass das hier auch, weißt du, so Fegefeuer und dass das deswegen religiös auch alles ist. Ikuna und Blöbi, danke euch nochmal für den Support. Ich hoffe wirklich, wir sehen uns beim Kino-Event. Und weil du dich gedrückt fühlst, Blöbi, ich hoffe, wir drücken uns auf dem Kino-Event. Vielen lieben Dank. Danke dir. Genau, danke dir nochmal. Okay, wir gehen jetzt kurz ans Ende. Mensch, liebe meine Hübsche, Invisible, meine Süße. Danke dir auch noch einmal. Genau, und das ist das komische Ding, was mir komisch vorkam. Hier ist ja ein Loch zum Würfel hin. Und das ist hier. Und meine Vermutung ist... Ach, Dalü, ich reibe mich auch mal ein Danke, das ist ein wundervoll lustiger und herzlicher Mensch. Du hältst meinen Tag einen grauen Tag. Bleib. Du hältst einen den grauen Tag. Bitte bleib so. Leute, ihr seid ja ins Honigglas heute gefallen. Leute, ihr seid so süß. Vielen lieben Dank. Na Lüge, danke für 2 Euro. Dankeschön. Vielen Dank.
So, und nochmal ganz kurz. Diese Tür führt zum Würfel. Und da gehen wir jetzt kurz hin. Und man kommt nur mit der Rüstung dahin. Und ich gehe davon aus, dass deswegen diese Elenrasse... Ah! Oh Gott, das will eine Donation! Diese Elenrasse das zugesperrt hat mit ihrer Rüstung. Und nur mit der Rüstung kommt man hier rein. Heute bekommt er bis einen neuen Stuhl. Nein, der ist ja noch super. Ach, Blümi. Ach, Pontokil, Putzi schaut, was da unter einem Stuhl lag. Da ist. Ach, Pontokil, ich hab den auch gefunden. Pontokil, danke für 10 Euro. Vielen Dank. Ach, Leute, jetzt in der Lyria, Pontokil, Blümi. Leute, vielen Dank euch alle. Aber ich muss weiterspielen. Sonst sind alle Leute auf mich sauer. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich jetzt auch weiterspiele. Ganz kurz, und hier sind. Und das ist für mich, das ist meine Vermutung gewesen. Das ist so die Hölle gewesen. Meine Vermutung, warum ich glaube, dass hier der Christentum gemacht worden ist, ist, weil hier diese Dämonen sind, umgeben von Lava. Und für mich war das so ein bisschen ein Sinnbild, dass die Leute damals hier durch mit den Kreuzen... Hör auf, mich zu spitzeln da. Warte mal, ich muss das Kreuz holen. Nein, lass mich in Ruhe. Hier, Kreuz. Hier, brenne! Schön ihn brennen! Und das ist für mich komisch. Warum sollte die vom Kreuz brennen? Das macht keinen Sinn. Ach, Tiere. Leute, was ist denn hier? Tiris Nimbred! Für unseren super lieben Putzi, der uns ein Gefühl von zu Hause gibt. Ihr seid so lieb zu mir. Warum denn? Leute, was ist denn heute los? Och, Tiris Nimbred, danke für die lieben Worte, danke für 10 Euro. Kubür, danke für 5. Ich will auch, hast halt alle Liebe von jedem verdient mit deiner Art. Ja, Leute, ihr seid die süßesten Leute. Vielen lieben Dank auch nochmal. Dankeschön. Leute, es ist, Leute, ich kann gar nicht so viel Danke sagen, sind wir alle Leute alle mich sauer, weil ich, dann gehen die ersten Leute gehen schon, weil die denken, ich sage immer nur Danke. Leute, vielen lieben Dank. Ich spiele weiter, ich spiele nebenbei weiter beim Danke sagen. Das ist ein guter Deal, oder? Ah, okay. Ey, das ist auch eine komische Theorie. Warum die sich erhängt haben. Und meine Theorie war, dass sie sich vielleicht davor erhängt haben, bevor sie sich verwandeln konnten. Und dass sie deswegen sich erhängt haben. Ich weiß aber nicht. Und Trommelbommel, danke für dein Follow. Vielen Dank. Leute, vielen lieben Dank. Auch nochmal an... Leute, ich bedanke mich nochmal am Ende. Leute, das ist so ein Verhältnis viel. Auch wieder die Ikuna sich wieder hoch verschuldet bei mir. Warte mal, es soll hier was Neues geben, hat mir der Chat gesagt. Ruhe! Kein Schwein, du! Brenne! Nee, ich kill jetzt nicht alle, sonst bin ich da ewig drin. Okay. Also hier soll es was Neues geben. Ich weiß noch nicht was, aber wir sind am Weg. Nach Vetania City. Leute, vielen lieben Dank euch allen noch einmal wirklich. Leute, ihr habt mich gerade überschüttet. Vielen Dank. Danke euch wirklich von ganzem Herzen. Danke. Man muss sich immer vor Augen legen. Hier schon einige Leute zu, die mich nie kennengelernt haben oder mich wahrscheinlich auch nie kennenlernen werden. Aber die einfach mal zum Zehner reinhauen. Wir sind nicht verwandt. Ich weiß es vielleicht nicht. Vielleicht ist ja mein lang verschollener Bruder unter euch. Kleines Feindchen. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist ja. Ne, das war. Ne, kann man. Ne? Vielleicht, das ist ja eigentlich gerade eine krasse. Das ist eine ziemlich krasse Theorie. Was ist, wenn wir von euch vielleicht. Was ist, wenn ich mit einem von euch verwandt bin? Das wäre ja ziemlich krass. Schnell, wo ich bin verwandt mit einem von euch. Also, es könnte ja wirklich sein. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, ich bin in der Lava. Über 30 Ecken. Ja, vielleicht. Man weiß es hier nicht. Das glaube ich nicht. Mit Jimmy, wieso nicht? Na, geht's alle weg. Lass seine zurück. Weiche. Mich wirst du doch kennenlernen, Freunde. Ich hoffe. Oh, du kein Schwein. Hallo, jetzt. Hallo, bitte nicht so nahe kommen. Bisschen Abstand. Okay. Also hier soll irgendwas sein, wurde mir vom Chat sehr deutlich gesagt. Von da, Unalia hat sich gestern das gesagt. Community Event Simulator.
Achso, hier. Meine Großmutter ist Österreicherin. Jesse Thiel vielleicht? Wer weiß es? Hörsturz in einer Minute. Echt jetzt? Oh, ja, die Briefe kennen wir schon. Ist das Neues? Stay in the Cube. Also bleib im Würfel. Okay, das haben wir auch schon gesehen. Das ist der Hinweis von Leuten, die dann einfach, also die wussten, was der Würfel macht. Ne? Out Dämonia. Ah, geh weg Dämon. Das Kreuz. Ja, okay, das wissen wir ja jetzt auch schon. Okay. So. Dann müssen ja die 15-jährigen Gamer sein, die deine Mama... Ach so. Black Forest, hast du ja nicht Unrecht. Okay. Wir gehen runter. Ich bin gespannt, was mich unten erwartet. Kurz im Leute, vielen Dank euch noch einmal. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe dann auch nicht zu wenig vorgelesen. Invisible Black Forest, Swordkiller, auch schon lange dabei. Swordkiller, wenn du noch da bist, vielen Dank. Bondukill, auch schon lange dabei, Bondukill. Tiris, Nimret, noch nicht so lange dabei. Aber Tiris, danke für die lieben Worte auch noch. Bondukill, da ist er doch schon lange dabei. Bondukill, danke dir. Und danke, dass du immer noch da bist. Total Error, danke für 20 Monate. Dankeschön, auch schon lange dabei, weil du der beste Österreicher bist. Ja, der lauteste vielleicht. Vielen Dank, Total Error, dankeschön. Schön, dass du auch noch da bist, nach einer Zeit. Okay, ich laufe einfach vorbei. Ich kämpfe nicht mit denen. Lass mich in Ruhe, du Blödmann! Lass mich in Ruhe! Und ich glaube, wie gesagt, dass das ein Sinnbild der Hölle ist und dass so der Christentum mit dem Spiel entstanden ist. Dass die Leute mit dem Kreuz durch diese Dings gegangen sind, die haben bemerkt, dass die Angst haben vor dem Kreuz und das dann quasi so, ey, ich kenne einen Ort und da ist Lava und dunkel und überall Dämonen und die haben Anfang Kreuz. Und dass man so dann quasi in den Christum redet. Das war so meine Theorie, weil ich finde, das Kreuz ist spezifisch. Und in Illyria bei uns im Chat hat eine gute Theorie gehabt, dass, wenn man ein Kreuz zusammenfaltet, dass ein Würfel rauskommt. Und das fand ich eine ziemlich coole Theorie. Eska? Ist es jetzt soweit, Eska? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ah, du Drecksau! Hä? Werner? Oh, what the fuck? Was ist das denn? Hey, was bist du denn für... Hey, ein Großer! Ah, das ist einfach nur ein Großer! Oh Gott! Ah, der brennt aber auch, schau! Das ist einfach nur ein Großer! Oh. Bah! Brenne! Oh. Und der ist auf der Decke, ist er natürlich! Bäh. Oh Gott, jetzt ist er aber auch genug! Au! Das hat aber gezwirbelt in der Buchse! Oh mein Gott! Hey, verpiss dich, lass mich in Ruhe! Oh, geil, ist ja. Zum Glück ist ja gar nicht viel los hier drin! Bäh. Hä, warum brennt die nicht? Ich hab's Kreuz, ist es nicht! Ich hab's Kreuz! Bäh! Brenne Teufel! Bäh! Out Dämonia! Bäh! Ja, oh Gott, das bist du groß! Jetzt ist er... Halt! Gut, jetzt hab ich... Jetzt, okay. Muss ich den töten? Wenn ja, kriege ich was dafür? Bäh! Brenne, du kleiner Stinker! Okay, muss ich die töten? Also nur Haut. Okay. Also ist nicht so geil, sagt sie. Genau, der ist vor dem Goldwürfel. Der ist neu. Das ist neu seit dem neuesten Update. Das ist aber ein ziemlich schwacher Endboss, oder? Der ist halt einfach nur die Dudes, die was man eh die ganze Zeit in groß. Oder? Oh, also ist das so ein Animatic-Bob.
der bewacht ihn in den Endboss. Aber beim ersten Teil war es, der war cooler. Da warst du storyrelevant. Ich kann nichts dafür, erklär mir, warum nur die Dämonen unter einer Eröffnung modelliert haben. Was? Erklär mir, warum nur die Dämonen unten eine Öffnung modelliert haben. Keiner? Ich weiß auch nicht, worauf du hinaus willst. Du kleinen Stinkstiefel, ha? Schade, ich dachte auch, dass das jetzt irgendein spannender Boss ist, aber das ist dasselbe in groß einfach nur. Also ja, das Teil, da ich auch, dass es irgendwie cooler ist. Okay, okay, dann hätten wir den auch gesehen. Gibt's noch was Neues? Kommt noch mehr im Spiel? Ja genau, ist ja noch, kommt ja vielleicht noch was dazu. Gab's noch was Neues in dem Bunker? Wollen wir ganz kurz, Timolo, weißt du noch, wo der Bunker war? Ja, Kobe, hast du meinen Link verwendet, darf ich fragen? Die kleine Höhlen sind neu gemacht. Die haben See. Okay, warte. Also das ist im Prinzip nicht so neu, wie ich mir erhofft hatte. Ist schon ein bisschen lame. Also es ist halt einfach der Hemd groß. Okay, cool. Bon, okay, danke fürs dabei sein. Pass auf dich auf. Noah, willst du noch heute zum Baumarkt gehen? Ja. Oh, ist mein Stream? Ich glaube, was mein... Hallo, hört man mich noch? Ah ja, jetzt bin ich wieder. Okay, so. So, okay. Dann lade ich, weil ich... ja, so. So, genau, hier so. Ja, der hängt. Nee, das liegt am Spiel. Das ist am Spiel. Wir haben eine große Höhle gefunden. Wir haben schon eine große Höhle gefunden mit diesen goldenen Strukturen im Berg drin. Also die, wenn ihr die meinst, die haben wir schon gesehen. Kobür, mit meinem Code? Wenn ich will, kann ich Putzer für die Schuld geben. Absolut. Na Lyrie, dankeschön. Vielen Dank. Na. Okay, ganz kurz, wo ist nochmal diese neue, wo ist noch was Neues? In welcher Höhle? Es gibt ja anscheinend eine neue Höhle, keine neue Höhle, sondern noch was Neues, wo die Goldrüstung ist. Der von den kleinen Höhlen wurde gesagt, Eska, okay. Okay, danke. Es gab nur einen kurzen Camp Freeze. Ah ja, sah hübsch aus. Dankeschön. Timolo, weißt du, wo nochmal die Höhle ist, wo diese Goldrüstung war? Noch einmal vielen Dank für die Eskalation von gerade hin. Ich werde mich, am Ende bedanke ich mich nochmal bei allen. Vielen lieben Dank nochmal. Wie, können Sie mir vielleicht sagen, welche... Und auf der Web liegen überall Typen in Weiß rum. Eska, genau, das sind diese Kultisten, die wir gesehen haben, ja. Alter Standard oder neuer? Alter Standard, na Lyria. Es gibt man hat früher die Goldrüstung in einem Bunker gefunden. Und jetzt findet man die in einer Höhle. Und Timolo hat aber vorher gesagt, dass in der Höhle, wo damals die Goldrüstung war, da noch was anderes ist. Bleib mal stehen, damit ich die Richtung. Okay. Ich bleib stehen. Ja. Ey, nochmal Kobia, Tyris Nemret, die war sehr süß. Tyris, du bist relativ neu dabei, kann das sein? Kann das sein? Hinter dir der grüne Punkt, aber das ist großes. Der grüne Punkt da oben? Der da oben? Ah, Tyris Nemret, dankeschön. Du hast einen orangen Namen, glaube ich, das erste Mal, als wir uns gesehen haben, gehabt, glaube ich, gell? In dem Bunker, wo die Gold aber war, ist ein neuer Raum. Ist nichts Neues da drin? Putzi, möchte mich bei dir für die ganz tollen Streams bedanken, bei denen ich bis jetzt dabei sein konnte. Du bist eine herzliche Person und versuchst mir jedes Mal den Tag, vor allem der Dienstag ist mein stressigster Tag, was Schule angeht. Ich danke dir fürs, dass du so 13 von 13 Schleiten, ne? Nichts mit Story, Okay, gibt's noch wo was Neues, Story-Relevantes? Nussi Bär, danke für 3 Monate und Karotine, danke für 16. Zia Cloud, danke für 20 und Total Error für 20, dankeschön. Nur der Überwachungsraum ist neu. Eska, wo ist der Überwachungsraum? Ist das Story relevant? Wo ist der?
Also ist da was Story Interessantes drin? Spukelina, hallo. Aber ist er interessant? Gibt's keine neue Broschüre in dem Spiel? Gibt's keine neuen Storybücher, sowas? Gibt's nix? Hallo Spukelina, wie geht's dir? Also haben wir schon alles gesehen? Der ist vor dir in dem Bunker, da ist nichts drin, außer Monitor in die leere Gänge sehen. Vor dir. Da gehen wir noch kurz hin. Okay, wir gehen hin. Es geht. Ich habe ein Buch gefunden, was Neues. Das war in den Höhlensystemen, Eska. Ich habe ein Buch gefunden, was vor der Höhle war. Da waren so Kultisten und die haben ein Buch dabei gehabt. Meinst du das? Spokelina, jetzt wo ich die... War richtig doof. Und jetzt wo ich diese, geht's mir gut. Nein, heute ist schöner Tag gewesen. Also bei mir zumindest. Ich hoffe bei dir auch. Also, vielleicht wird er ja noch gut Wochenende, ist da Spokelina. Ich bin jetzt seit kurzem dabei, bin so begeistert von deinen Streams, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr... Ah, oh, Tiris, nimm rein, du bist... Darf man fragen, wie du hergefunden hast? Darf man fragen? Das Musikunheim heißt The Rampayont. Ja, das habe ich auch. Genau, das ist gar genau das da. Das haben wir vorher auch schon gefunden. Warte mal, wo ist denn das nochmal? Da, das da. Das ist das neue Buch, genau. Ja, das haben wir auch gefunden, genau. Ja. Das ist so ein Kultur... So Kultisten-Dudes, ne? Aber so ein mehr habe ich auch nicht gefunden. Hier auch nochmal einen Call an den Chat. Danke, wundervoll herzlichen Leutchen. Ohne euch würde ich hier auch einiges fehlen. Bin noch nicht lange dabei. Aber fühle mich bei euch allen wohl Kuss getragen. Ah. Na, Lyria, danke dir. Vielen Dank für die lieben Worte. Danke, dass ihr es ist, wirklich. Wir sind über... ich danke euch, dass ihr alle da so süß seid und so zahlreich da seid. Vielen lieben Dank. Ich habe fast mal Gronkh gesehen und ich bin YouTube gefunden. Ich hoffe, dass ich bereue, Spokelina. So. Die Mutter ist kurz in den Abgrund. Aber das ist... Na, Lyria. Das ist aber... Also ja... Ich glaube, im Monat kostet es 12 Euro. Aber ich denke mir immer so, also und es ist ein gutes Spiel. Es wird ja ständig gepatcht. Es kommt ja immer was Neues rein. Wenn ein Spiel was kostet, dann ist es eigentlich auch ein Gatekeeping, um das Spiel gesund zu halten. Weißt du, was ich meine? Weil ein Spiel, was Free-to-Play ist, muss trotzdem irgendwie Geld bekommen. Weißt du, was ich meine? Und das dann meistens auf eine Art, wo das Spiel dann irgendwann nicht mehr geil ist. Und das ist eigentlich so ein Garant dafür, dass es halt... Final Fantasy XIV ist eine der erfolgreichsten MMOs, wenn nicht das erfolgreichste, aktuell. Und das hat sicher einen Grund, ne? Aber ich verstehe, wenn man nicht... Wenn, ist trotzdem, ich glaube, wie viel 12 Euro im Monat ist trotzdem viel Geld, verstehe ich. Mimi von O aus Wien! Mimi, ich hoffe, Wien ist alles super bei euch. Ich war das letzte Mal im Dezember dort. Aber ich komme wieder, Mimi. Ich wollte dich fragen, ob die im Lohn ist und eine... Erlaubnisanfrage? Eine Erlaubnisanfrage? Ich finde zwischen 12 und 13 Euro auch nicht mehr viel. Vielleicht durch dein Pizzabestellargument. Dann wird einmal weniger Pizza bestellt. Absolut, ja, das denke ich mir auch oft so. Ne? Ich verstehe, wenn man sagt, ey, das Spiel kostet 13 Euro oder sowas. Ne? Aber ich habe schon mal, also selbst wenn du dir jetzt einen Döner kaufst um 7 Euro. Also zumindest kosten Döner bei uns 7 Euro. Weißt du, was ich meine? Also das gibt man so schnell aus, aber bei so einem Videospiel, wo man im Monat 13 Euro ist, so, weißt du, also ich sehe das auch so ähnlich, ne? Aber klar, 13 Euro haben und nicht haben, ist natürlich klar. Ja. Ich spiele seit 8 Jahren. Maschio, ich spiel's. Ich habe 2019, dann habe ich aufgehört, weil es mir zu anstrengend war, weil die Story mich so genervt hat. Aber dann war's besser. Ich nehme an, dass du auch weißt, dass der Wasserauffangbehälter aus der Forest 1 wieder da ist. Nee. Döner hat mal 3,50 gekostet. Und das stört mich an Sons of the Forest. Und zwar, warum bauen sich diese Superreichen eigentlich diese Anlagen auf einer Welt, die vor Kannibalenwohnern nicht gerade freundlich sind und wimmeln? Ich glaube, dieser Richard hat diese Insel gekauft, weil er auf dieser Insel Luxusbunker für reiche Leute bauen wollte. Und als er die gebaut hatte,
hat er diese Mineralien entdeckt, hat dann weitergegraben und dann hat er den Würfel entdeckt. Das ist meine Theorie. Und ich glaube vielleicht, wenn die mit so einem Bagger kommen oder sowas, weißt du, oder mit so einem Team, dass die Einheimischen vielleicht Angst hatten. Baumenü ist Wasser auffangen mit... Oh! Aber man kann ja aus dem Fluss auch trinken, ne? Bei uns kostet es nur 5 Euro. Also bei uns im Dings kostet es, glaube ich, 7 Euro oder so. Ne? 1 Euro ist eine Stunde Spielchampagner, dann passt das. Ja, die hast du aber mit Final Fantasy locker drin. Also eine Stunde, 1 Euro, eine Stunde Spielspaß. Was war das jetzt? Ist der neu? Ist ein neuer Gegner? Nee, der ist nicht neu. Ist hier der goldene Bunker? Ist hier der Bunker? Oh geil. Jetzt spiele ich auf Valheim. Darauf habe ich mir nochmal den neuen. Ah, realized. Ey, es war schön, Valheim. Mit Tobi, mit Kaya, mit Erik, mit Tobi. Ne? Das war geil. Hat mir auch Spaß gemacht. Hallo Paddy, wie geht's dir? Was, Paddy, ja? Also, ich finde auch manchmal, ein Spiel kann auch. Muss auch nicht so lang sein, weil ich finde, manchmal sind Spiele, auch wenn sie immer so lang sind, auch ein bisschen anstrengend. Zippo, zipp, mein Hübscher, wie geht's dir? Okay, das ist der Bunker, wo die Rüstung damals drin war. Paddy, hallo. Ich grüße dich. Hoffe, Wien steht noch und alles in Ordnung bei euch. Guten Abend, gibt's hier noch eine? Genau, es gerade, da waren wir schon. Aber ich hatte noch die Rüstung vom alten Höhlensystem. Okay. Ist das die Cutscene wieder? Das ist doch wieder die Cutscene, oder? Das ist doch wieder diese... Bist du in Austria oder Germany? Ich bin in Deutschland. Ich bin in Duisburg gerade. Das ist doch wieder die Sequenz, oder? Ist bei der Sequenz, ist da der Bunker? Aber die hatten wir doch schon, die Sequenz. Ah. Wo kommt denn da das Geräusch? Aus der, die hatten wir schon mal. Und das sind die Dudes aus dem ersten Teil. Das ist der Vater und der Sohn aus dem ersten Teil. Also, das ist Timmy. Das ist der Auftragskiller von, der Dude, der mit den silbernen Jacke. Das war der Auftragskiller von Sahara. Der Mob blickt nach der Cutscene anders. So, dass man raus und rein kann. Ah. Ah ja, der... Ah, so, okay. Und da wurde Putzi vernascht. Liebevoll. Kann ich da jetzt durch? Ah ja, kann ich. Ah, okay. So. Okay, Moment. Darüber. Okay. Und das ist jetzt neu. Dieser Raum ist neu. Okay. Ja, alles, was neu ist in dem Spiel, interessiert mich. Das ist wieder dieses religiöse Bild. Computer. Taschenlampenvorrichtung. Was ist das denn für ein Bild? Das kenne ich noch gar nicht. Die beten irgendwas an. Das sind diese Kultisten, glaube ich. Okay. Und das neue kommt im nächsten Rhythmus. Okay. Dann ist, aber mal, ja, okay. Ja, da ist die Waffe, das ist nicht neu. Okay, ja, okay. Stimmt. Da war die Goldrüstung. Da war die Goldrüstung. Hier lag die Goldrüstung, glaube ich, oder? Die war hier. Hallo El Molito. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Im nächsten Treppenhaus kommt das neue, oder was? Da ist es Kretana. Ne, der Golfschläger ist hier. Okay. Das kennen wir schon.
Nein, die lag im letzten Zimmer. Okay, im letzten. Aber wo ist dann das Neue? Nach oben oder unten? Erwarte ich zu viel. Nee. Also, okay. Aber auch wenn nur Kleinigkeiten neu dabei sind, interessiert es mich trotzdem. Weil ich finde die Story wahnsinnig spannend. Das ist neu? Die haben die Bunker vergrößert, ne? Hä? Wo ist denn? Was ist jetzt neu? Mutation, warum gibt es so viele B-Mutationen? Na Lüge, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Da hinten vielleicht? Hab mich um ein Treppenhaus vertan. Aber... Okay. Gerade durch, ja, okay. Okay, wir gehen gerade durch. Okay, das ist jetzt nochmal... Es gibt ein neues Gebiet. Ich schau mal, ob ich da noch was übersehen habe. Ey, in so einem Kokon war ich vorher drin. Diese Dinger da, da war ich drin. Da war ich eingeschleimt. Die Uhr nehmen wir mit. Das Bargeld auch. Okay. Okay. Was war jetzt eigentlich passiert? Der Papa ist tot. Nee, tot, nicht nur verletzt. Das ist neu. Das ist neu. Challenge, a Shippenhaber is safe, but that is not why ships are built. Das ist neu. Dieser Raum ist neu. Da ist eine Notiz. Das ist ein neuer Raum. Shit, das ist neu. Das ist Story. All things are difficult before they are easy. Alle Dinge sind schwer, bevor sie leicht werden. Aha. Pfeil. Und man sieht mehrere... Ja, okay, man sieht mehrere Räume. Eine Notiz zum Würfel und das ist auch neu. Das ist auch neu. Okay, warte mal, Hank. Von... Red Lamp... Storage Company. Ah, Edward Pufton. Das ist der... Nicht Richard, ich habe immer Richard checkt. Das ist der, den was wir suchen. Hat den Hank von der Red... Hank geschrieben. Hank, ein paar von diesen Verrückten sind mit dem Boot angekommen. Und die glauben, wenn sie sich selber umbringen... wird sie das in das versprochene Land schicken. Quasi, also die denken sie, ah deswegen, die sind die Kultisten. Die Kultisten haben sich hier umgebracht, weil sie sich denken, die sind hier hingefahren und die haben sich umgebracht, weil sie denken, sie kommen dann quasi wie in den Himmel. Okay, also das ist jetzt diese Kultisten-Sache. Okay, das ist neu, das ist neu. Die Kultisten kamen neu rein. Und das ist wahrscheinlich so die Aufsichtsbehörde über die Bunker. So, die sind da gesessen und ja, sonst gibt's aber nichts. Okay. Okay, gut, okay, das war... Das ist jetzt natürlich jetzt nicht so, was man sich denkt, oh, wie cool, aber... Okay, ich verstehe. Gut. Gut, das ist jetzt also neu. Also nicht so viel, aber... Ich meine, vielleicht haben wir noch was übersehen, aber... Ich fand dieses Höhensystem, fand ich sehr geil. Gut, zurück zum PC. Zum PC. Bin auch so ein Story-Mensch. Und hab die Bücher... Du kannst noch was machen. Ich kann noch was machen? Was kann ich noch machen? Hä? Hier? Ich kann nichts machen. Was kann ich machen? Was kann... Da drücken oder was? Also... Ha! Was kann ich hier machen? Hä? Bin ich doof? Nach oben? Nee. Hä? Hallo Norderon, mein Schatz. Wo muss ich hin? Ist das Bunkersystem dein Monitor? Ich dachte mir ja, aber ich kann nichts machen. Was kann ich machen? Sollte man mit Team über den PC agieren können? Oh, habe ich gerade einen Bug entdeckt. Hallo Mütze. Oh, okay. Also man sollte anscheinend was machen können.
Was ist, wenn ich ein Camp mache und neu lade? Vielleicht, hab ich gerade einen Bug entdeckt? Warte mal kurz. Also ich konnte auch nichts machen. Muss ich vielleicht irgendwas freischalten und dann geht's, oder wie? Aterio! Danke für 500, vielen Dank! Dankeschön! Mir geht's nicht was, weil... Okay, eigentlich würde da auch noch Unlock auf dem Bildschirm stehen. Kann mir wer die Cutscene schicken? Dann schaue ich mir die Cutscene mit dem Chat an kurz. Dann hätten wir alles. Kann mir wer die Cutscene schicken? Wir hören jetzt ab eh auch gleich auf, gell? Ich gehe mit der Noah noch im Baumarkt. Deshalb habe ich jetzt Final Fantasy. Ja! Kopier, aber lass dir Zeit am... Oh, Mann. Ah, es steckt schon wieder. Lass dir Zeit am Anfang bei der Story. Skip sie nicht, vertrau mir, du wirst es sonst bereuen. Vielleicht geht das nicht, weil die Tür auf den Überwachungskammer bereits von dir... Das kann natürlich sein, ja. Okay, wir schauen mal ganz kurz nochmal. Wir sind im Baumarkt. Ich glaube, die Noah will vielleicht so Sachen kaufen.